Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser ersten virtuellen Ausgabe der Lagerungstagung des Versuchszentrums Leinburg. Ich begrüße Sie alle an Ihren Bildschirmen und ganz besonders begrüße ich die Referenten des heutigen Tages, die dann nach und nach ihre Vorträge machen werden. Un cordiale benvenuto anche in lingua italiana a questa prima puntata virtuale di questa giornata di lavori. Mi pare che sia un segnale importante in questo periodo. La natura, l'agricoltura non si ferma e così neanche la ricerca si ferma e stiamo insistendo a tenere le nostre giornate, così anche oggi questa per la conservazione della frutta. Es war für mich ein wichtiges Signal, diese Lagerungstagung auch in der Corona-Zeit abzuhalten, und zwar als Telekonferenz. Und so freut es mich ganz besonders, dass ich Sie heute begrüßen kann, dass wir auch in der Lage sind, wenn auch in einer veränderten Art und Weise, unser Wissen an Sie weiterzugeben. Neues Wissen zu erarbeiten, Innovation voranzutreiben und die Probleme der Landwirtschaft zu lösen, das ist die Aufgabe des Versuchszentrums Leinburg. Dafür haben wir auch in den vergangenen Monaten unermüdlich gearbeitet. Tagungen wie heute sind für uns sehr wichtig, um Wissen hinein in die Praxis zu bringen und um uns auch mit Ihnen auszutauschen, um in engem Kontakt dann unsere Arbeit weiterführen zu können. Deswegen hören Sie nicht nur zu, nutzen Sie die Diskussion, nutzen Sie die Gelegenheit, teilzunehmen über fachliche Probleme, fachliche Herausforderungen zu diskutieren und gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern die Themen des heutigen Tages zu erörtern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen interessanten Vormittag, ein gelungenes Experiment und bedanke mich zunächst noch ganz herzlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die diese Tagung organisiert haben, beim Eventmanagement, bei Angelo Zanella und seinem Team und auch der Messe Bozen, die uns technisch und mit dem Studio unterstützt, sodass wir in der Lage sind, diese Tagung heute auszuführen und abzuhalten. Damit verabschiede ich mich aus meinem Büro, wünsche ein gutes Gelingen, auguro una buona giornata e passo la parola ad Angelo Zanella. Besten Dank, Herr Direktor, für diese Einführung. Es ist ja für uns wir sind ja Experimente gewohnt, es ist ein neues Experiment und wir hoffen, dass wir jetzt viele von euch begrüßen können, die vielleicht auch weiter entfernt sind und diese Möglichkeit vielleicht sogar schätzen, weil sie teilnehmen können, ohne eine lange Anreise oder überhaupt ansonsten nicht hätten teilnehmen können. Ich möchte nur ganz kurz, damit wir gleich zu den interessanten Themen kommen, eine Übersicht geben von dem, was uns heute erwartet. Wir haben versucht, ein knackiges Programm zu machen, also es wird nicht den ganzen Tag ausfüllen müssen. Wir müssen leider auf die gemeinsame ausgiebige Kaffeepause verzichten, die ja natürlich auch ganz toll war, um persönlichen Kontakt aufrechtzuerhalten. Dafür sparen wir etwas Zeit. Das hat die digitale Ära so in sich. Die Vorträge, die wir vorbereitet haben, geben das Wissen, das wir in den letzten Jahren angesammelt haben, weiter. Wir führen Versuche mehrere Jahre durch, damit wir dann die Resultate, die Ergebnisse, die wir haben, auch zu konsolidierten, zu vertrauenswürdigen Informationen zusammenfassen können und dann weitergeben. Wir geben prinzipiell nicht erste Eindrücke weiter, sondern wenn wir eine gewisse Sicherheit bekommen haben. Als ersten Vortrag wird es die Ausführungen von meinem Kollegen Oswald Rossi geben, der über den Einfluss der Behangsdichte und der Erntetechnik auf die Qualität, auf die innere und äußere Qualität von Golden Delicious berichten wird. Ein sehr aktuelles Thema, seitdem mit dem Wegfall der
östlichen Staaten, vor allem Russland, große Märkte weggefallen sind und neue Märkte gefunden worden sind, die aber neue Qualitätsansprüche an Golden Delicious stellen. Deswegen ist es wichtig zu schauen, wie man in der, vor der Ernte diese Qualität produzieren kann und wie man nach der Ernte diese Qualität beeinflussen kann. Dazu hat letztes Jahr mein Kollege Stefan Stürz schon einen Vortrag gehalten, wie man die Gelbwerdung von Golden Delicious während der Lagerung steuern kann. Und dieses Jahr gibt es eben den Beitrag von Oswald Rossi über unsere Arbeiten, wie man vor der Ernte mit Erntetechnik die Qualität beeinflussen kann. Danach kommen zwei Beiträge zu einem sehr aktuellen Thema, und zwar die Adressaten, die jetzt zuschaut, seid hauptsächlich mit der Nacherntetechnik, mit der Lagerung beschäftigt, mit der Qualität nach der Ernte. Und deswegen ist ein Methylcyclopropen, ein MCP, beziehungsweise als Handelsprodukte Smart Fresh oder Physium kein Geheimnis. Und das ein MCP wurde auch formuliert auf ein, so, dass man es vor der Ernte nicht in einer gasdichten Zelle, sondern sogar in der Obstanlage anwenden kann. Und dieses Jahr ist vorzeitig, vor der endgültigen Registrierung, die Möglichkeit wahr geworden, ab 30. Juli dieses Produkt schon anwenden zu können. Man erwartet sich eine Beeinflussung des Erntezeitpunktes und aller damit bedingten Folgerungen auf die Reife und auf die Qualität. Und da ist es wichtig, überaus wichtig, dass uns einmal die Firma, die dieses einzigartige Produkt vertritt, die Firma Agrofresh, ihre Einleitung dazu gibt. Dazu haben wir einen Firmenvertreter, Alessandro Ceccarelli, der die Präsentation gemeinsam mit Jochen Kager gestaltet hat. Und wir haben inzwischen bereits an der Leinburg 3 Jahre Erfahrung gesammelt, und dazu werde ich dann die Ergebnisse von Exaktversuchen weitergeben. Weiter gibt es Auskünfte über die Auswirkungen von extremen Transport- und Shelf-Life-Bedingungen, die wir simuliert haben, so Indien als Markt, und haben geschaut, wie sich Lagertechnologien, wie sich Qualitäten auf diese Bedingungen auswirken, wie dann die Qualität unserer Früchte dementsprechend aussieht. Das wird mein Kollege Stefan Stürz vorstellen. Und abschließend wird mit dem inzwischen schon traditionellen Beitrag über den Witterungsverlauf von diesem Jahr, Martin Thalheimer. Das ist immer eine ganz wichtige Retrospektive, weil man da eine Art Vorausschau wagen kann, wie die Qualität und wie die Ernte sich in dieser Saison gestalten wird. Gut, bleiben Sie also dabei. Ich hoffe, dass Sie viel Interessantes dabei finden werden. Es würde mich sehr freuen. Ringrazio anche molto allo speaker esterno Alessandro Ceccarelli di essere venuto addirittura già la giornata di ieri, di essere arrivato qui a Bolzano per poter partecipare per tempo e darci questa introduzione sul prodotto Harvista. Gut, le relazioni verranno tenute nella lingua madre dei relatori, perciò Alessandro Ceccarelli la terrà in italiano, während die anderen Vorträge in deutscher Sprache abgehalten werden. Okay, ich sehe mit Freude in das virtuelle Publikum, das wir nicht sehen. Ich begrüße alle recht herzlich. Und gebe jetzt aber den Speakern das Wort und beginne damit mit Oswald Rossi und gebe ihm Kamera frei für seine Präsentation. Ja, schönen guten Morgen meinerseits.
Ich darf jetzt über einen Versuch berichten, den wir in Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe am Versuchszentrum Leinburg durchgeführt haben, also mit der Arbeitsgruppe Physiologie, mit dem Andergassen Christian und Bichler Daniel und eben Zusammenarbeit mit unserer Arbeitsgruppe. Es geht hier um die Qualität bei Golden, wie Angelo schon in der Einführung erwähnt hat. Golden ist eine der Sorten, die besonders unter den heutigen Markt, den veränderten Marktgegebenheiten gelitten hat. Die Qualitäten, die vor Jahren noch gut verkäuflich waren, sind heute immer schwerer zu verkaufen. Und der Wunsch war eben gegeben von Seiten vor allem der Produzenten in den Hügellagen, ob wir hier zeigen können, wie man eben die Qualität bei Golden verbessern kann. Bitte die nächste Seite. Ja, dabei wurde eben mit dem Südtirol Beratungsring und auch mit der FIP Finchgau zusammengearbeitet. Intern hieß das Projekt Gelbe Golden. Deshalb, weil die Sorte Golden Delicious in den letzten Jahren immer gelber sein muss, um auf Premium-Märkte gut verkauft werden zu können. Und die Frage war eben, wie kann man diese Sorte auf der anderen Seite gelber machen, aber auf der anderen Seite nicht zu viel an innere Qualitäten zu verlieren. Vor allem eben die Haltbarkeit, die Festigkeit, die lange Lagerfähigkeit ist bei Golden auch sehr wichtig. Und natürlich, wenn man dann darauf hinzielt, diese einfach nur später zu ernten, um sie eben gelber zu ernten, dann hat man also auch viele Nachteile. Nun, in diesem Versuch ging es also hauptsächlich dann um das Ertragsniveau in der Anlage. Und das wurde in 2 Jahren in 2 Herkünften, in Finchgau, in Latsch und in Goldrain, dann durchgeführt in Privatanlagen. Es wurden in diesen 2 Anlagen 3 Ertragsniveaus eingestellt durch Handausdünnung, teilweise auch durch angepasste chemische Ausdünnung. Und es wurde auch mit verschiedenen Erntetechniken gearbeitet. So hat man einen Teil der Anlagen mit 2 Pflücken geerntet, also die erste Pflücke am Anfang vom Erntefenster, die nächste 2 Wochen später, beziehungsweise man hat nur eine Ernte durchgeführt in der Mitte des Erntefensters und bei dieser Variante im mittleren Bereich, was den Ertragsniveau betrifft, hat man auch einen Belichtungsschnitt durchgeführt. Es waren also diese 7 Varianten 4-mal durchgeführt. Bitte weiter. Nun, natürlich war ein Ergebnis jenes bei der Ernte. Wie haben sich die verschiedenen Ertragsniveaus auf Fruchtgewicht, Fruchtgröße und so weiter, auch auf die Fruchtform ausgewirkt. Das haben wir dann zur Ernte erhoben, aber ganz wichtig, auch auf die Reife natürlich. Dann bitte noch diese Grafik hier, also diese Slide. Aber ganz wichtig war eben der Lagerversuch, den wir dann angehängt haben, weil man ja wissen will, wie sich diese Ertragsniveaus auf die Farbe auch in der Lagerung und im Shelflife dann auswirken. Wir haben also da die Stichproben eingelagert und dann einmal nach 3 Monaten eine Auslagerung durchgeführt und einmal nach 6 Monaten. Und beide Male haben wir einen Shelflife von 7 Tagen bei 20 Grad angehängt, um eben den Weg zum Konsumenten zu simulieren. Und bei jedem dieser Punkte wurden die verschiedenen Parameter, die Sie hier sehen, gemessen. Die Grafiken, die Sie jetzt sehen werden, bitte weiter, sind
sind meistens eben auf diese 5 Punkte aufgebaut. Also man sieht dann meistens, wenn es um Qualitätsparameter geht, 5 Balken, die eben diese 5 verschiedenen Zeitpunkte darstellen. Dann sehen wir hier als Beispiel, es sind sehr viele Daten. Ich habe nur einen Teil davon hier in diese Präsentation hineingepackt. Hier das Ergebnis vom Fruchtgewicht, in diesem Fall in Goldrain 2017. Die Versuche wurden 2017 und 2019 durchgeführt. 2018 hat ein Hagelschlag den Versuch unmöglich gemacht. Und hier sehen wir also ein Beispiel Goldrain im Finchgau. Die 3 Behangdichten, am Anfang mit 2 Pflücken, dann 3 Behangdichten mit nur einer Pflücke und ganz rechts draußen der mittlere Behang mit einer Ernte und dem Belichtungsschnitt. Vielleicht auch bemerkt, der Belichtungsschnitt hat nicht so gut funktioniert, eigentlich bei keinem Beispiel, weil auch diese Anlagen nicht so starkwüchsig waren und es deshalb einfach auch keine Unterschiede zu den anderen Varianten gab. Das Fruchtgewicht hat sich natürlich, wie man ja weiß, von sehr vielen Ausdünnungsversuchen sehr gut und bekanntlich so ausgewirkt, dass bei niederem Ertrag das Fruchtgewicht zunimmt. Und das hat dann auch das Ertragsniveau beeinflusst, denn obwohl man beim niederen Ertragsniveau sehr viele Früchte entfernt hatte, gab es dann doch einen höheren Ertrag, weil über das höhere Fruchtgewicht das natürlich ausgeglichen wurde. Also ursprünglich waren höhere Erträge auch vor allem bei den hohen Erträgen geplant, hat sich dann alles ein bisschen ausgeglichen. Das niedere und das höchste Ertragsniveau unterschieden sich circa um 20 Tonnen pro Hektar. 70 Tonnen pro Hektar im niederen Ertragsniveau ist durchaus in der Praxis auch präsent. 90 Tonnen ebenfalls. In der Praxis gibt es dann aber noch höhere Ertragsniveaus. Man wollte aber in einem Niveau bleiben, in einem Bereich bleiben, bei dem eben auch eine Qualitätsproduktion möglich ist. Es gab dann eine Herkunft 2019, die war um 10 Tonnen niedriger, aber im Allgemeinen war das Ertragsniveau eben zwischen 70 und 90 Tonnen pro Hektar. Bitte weiter. Hier also das erste Ergebnis, einmal die Fruchtfleischfestigkeit aus einer Herkunft 2017. Sie sehen jetzt, wie anfangs erwähnt, diese 5 Balken in jedem, die gruppiert hier aufgetragen sind. Wir sehen die 3 Ertragsniveaus und die dritte ist der mittlere Bereich mit dem Belichtungsschnitt. Die Balken stellen dann jeweils die Fruchtfleischfestigkeit zur Ernte, dann in grün die erste Auslagerung mit dem Shelf Life in gelb und in rot dann die zweite Auslagerung nach circa 6 Monaten in rot mit dem Shelf Life in blau. Was sich hier, es gibt ja sehr viele Punkte, an denen gemessen wurden natürlich die ganzen Wiederholungen. Was aber immer wieder herausgekommen ist, dass die Fruchtfleischfestigkeit sehr wenig beeinflusst war. Es gibt dann zwischendurch einige Tendenzen, auf denen man, die man dann feststellen kann, aber die dann eben häufig nicht bestätigt wurden. Bitte weiter. Hier die 3 Ertragsniveaus mit den 2 Pflücken. Also da wurden die Bäume an 2 Terminen geerntet. Das hat sich auch relativ wenig auf die Festigkeit ausgewirkt. Sie sehen vielleicht eine Tendenz beim hohen Behang nach langer Lagerung und Shelf Life hat sich vielleicht die Fruchtfleischfestigkeit ein bisschen besser gehalten. Hier ein anderes Beispiel aus einem anderen Versuchsjahr. Ich sage das nur deshalb, weil, wenn Sie ganz unten sehen,
sehen Sie diese Prozente aufgetragen. 2017 waren die Ernten einfach wegen der Fruchtfarbe ausgeglichener. Es hat so meistens um die 50-50 ausgemacht, also 50% bei der Menge bei der ersten Ernte, 50% bei der zweiten Ernte. 2019 wurde bei der ersten Ernte mehr geerntet und das hat sich natürlich dann auch stärker ausgewirkt. Bitte weiter. Und hier als Ergebnis dann den Vergleich der beiden Erntemethoden nebeneinander aufgelistet bei niederem, mittel- und hohem Behang. Eben die Technik mit nur einer Ernte, wie gesagt, in der Mitte des Erntefensters und die zwei Ernten, das gewogene Mittel in diesem Fall, zu Anfang und zu Ende oder zwei Wochen später dann geerntet. Das gewogene Mittel stellt dann praktisch da wird dann berücksichtigt, welche Prozentsätze geerntet wurden, wie viel Menge bei der ersten, wie viel bei der zweiten Ernte geerntet wurden und das wurde dann verrechnet und eben ausgeglichen. Nun, auch hier sieht man also bei der Festigkeit wenig Unterschiede. Bitte weiter. Dann kommen wir zu einem anderen Qualitätsparameter, nämlich dem Zucker. Der Zuckergehalt der Früchte wird, wie man weiß, sehr wohl von der Behangdichte, also vom Blatt-Frucht-Verhältnis beeinflusst. Und man sieht es jetzt in diesen Versuchen nicht immer, aber hier ein Beispiel, wo man beim niederen Behang und beim mittleren Behang doch höhere Zuckerwerte sehen kann, die dann, wie man sieht, relativ stark schwanken, weil natürlich die Äpfel die Stichproben natürlich immer sehr heterogen sind und sich das dann so auswirken kann. Aber die Tendenz, dass bei niederer Behangdichtung leicht höhere Zuckerwerte zu messen waren, sowohl zur Ernte als vor allem aber auch nach Lagerung, war doch festzustellen. Bitte weiter. Und hier kommen wir gleich zum Vergleich zwischen den Erntetechniken. Wir sehen also die drei Behangdichten und die zwei Erntetechniken. In diesem Falle, muss ich sagen, hat sich die Erntetechnik, die zwei Ernten, haben sich hier im Verhältnis zu der nur einzigen Ernte unterschiedlich ausgewirkt. Manchmal hat es Verbesserungen gegeben im Zuckergehalt, manchmal auch nicht. Also hier wurde durch die Erntetechnik, wir wissen das ja auch, also mit Ernteterminen kann man und soll man ja den Zuckergehalt nicht beeinflussen wollen, weil das eben dann erstens nicht funktioniert und zweitens auch dann, wenn man zu lange zuwartet, nur eher negative Auswirkungen hat. Bitte weiter. Dann die Säure. Mit der Säure verhält es sich ungefähr gleich wie mit der Festigkeit. Ich habe hier nur schnell zwei Grafiken dann gezeigt. Die Säurewerte waren eigentlich durchwegs ähnlich. Sehr selten und wenig sieht man dann beim hohen Behang, dass die Säure zurückgehen kann, beziehungsweise der niedere Behang hatte dann ganz leicht höhere Säurewerte. Bitte weiter. Und eben auch der Vergleich der beiden Erntetechniken hat in diesem Falle keine Unterschiede gezeigt. Es wurden keine Unterschiede festgestellt. Bitte weiter. Nun kommen wir eigentlich zum zentralen Punkt hier. Es ging ja hauptsächlich um die Fruchtfarbe. Und wir wollten ja die Fruchtfarbe so beeinflussen, dass diese gelber war, ohne die anderen Qualitätsparameter zu beeinflussen. Wir messen die Fruchtfarbe mit einem Farbmessgerät und Sie sehen links diesen H-Wert, das sind Grade, die eigentlich die Fruchtfarbe definieren. Wir haben dann Vergleichsmessungen mit in Finchgau sortierten Äpfeln durchgeführt und haben eben die wichtigeren Kategorien, die G7, die G4 und die G3 versucht, mit diesem Instrument zu vergleichen, um es
also jetzt deutlich zu sagen, also je niedriger dieser Wert ist, umso gelber sind die Früchte und je höher natürlich, umso grüner sind die Früchte. Und Sie sehen ganz oben die G4 und die G3 und unten eben die G7, welche eigentlich die einzige Kategorie hier ist, die, die eigentlich dann Abschläge für den Produzenten bringt. Bitte weiter. Ich muss sagen, jetzt bei diesen Grafiken fehlen, ich habe hier noch Niveaus eingezeichnet gehabt, die jetzt hier verloren gegangen sind. Der PowerPoint waren sie vorhanden. Auf jeden Fall sehen Sie auf der linken Seite ungefähr, wo die verschiedenen Kategorien beginnen. Nach oben eben die G4 und nach unten die G7. Was wir vorher eigentlich auch gesehen haben, bei der vorherigen Grafik natürlich, nachdem ja eben auch zur selben Zeit geerntet wurden, haben niedere Behänge, also niedere Ertragsniveaus, gelbere Fruchtfarbe, hingegen hohe tendenziell grünere Farbe. Und hier sehen wir ein Beispiel, wo die Ernte aufgeteilt wurde, wo eben hier in diesem Falle ungefähr die Hälfte bei der ersten Ernte, die andere Hälfte bei der zweiten Ernte durchgeführt wurde. Bitte weiter. Und hier dann eben den Vergleich, ich denke, eine wichtige Grafik, den Vergleich zwischen den beiden Erntemethoden, weil hier geht es wirklich auch darum, soll man das noch weiter forcieren, dass die Golden in zweimal geerntet werden, anstatt nur in einmal. Und durchwegs, muss man sagen, hat es hier bei den zwei Ernten und der Fruchtfarbe positive Ergebnisse gegeben. Das heißt, durch die zweimalige Ernte wurde die Farbe ausgeglichen. Also vor allem nach längerer Lagerung waren die Äpfel dann nicht zu gelb, was ja auch ein Problem ist beim niederen Behang. Sie sehen vor allem links gewogenes Mittel der zwei Ernten, niederer Behang. Der blaue Balken ist doch deutlich höher als nach Shelf Life ist der blaue Balken deutlich höher bei den zwei Ernten als wie bei der einzigen Ernte. Während sich das bei den hohen Behangdichten weniger ausgewirkt hat, das heißt, man sieht auch das bei der mittleren Ernte. Also die zwei Ernten haben hier ausgleichend gewirkt. Bitte weiter. Hier eben ein anderes Beispiel. Hier war allgemein die Fruchtfarbe auch nach längerer Lagerung und Shelf Life höher, also grüner. Und in diesem Falle hat sich das jetzt nicht so positiv ausgewirkt, auf jeden Fall aber auch nicht negativ. Man muss auch sagen, dass keine dieser Partien wirklich zu grün waren. Wir sind also nicht oben deutlich in der G3-Kategorie drinnen. Das heißt, Partien, die Stichproben waren allgemein über die Jahre und auch in beiden Feldern nicht zu grün. Das heißt, es hätte hier sicher keinen Preisabschlag für den Produzenten gegeben und das Potenzial, dass sich also diese grüne Farbe dann Richtung Gelb bewegt, war gegeben. Bitte weiter. Hier ein Beispiel eben von 2019 wiederum und hier sehen wir vor allem beim niederen Behang, dass doch nach längerer Lagerung das Niveau sehr stark abgesunken ist. Das heißt, hier sind Partien vorhanden gewesen, die doch deutlich in die G7-Klasse hineingingen, vor allem wenn Sie auch die Standardabweichung ansehen, diese Zeichen, die auf den Balken oben eben aufgetragen sind, die müssen Sie auch nach unten sich denken. Das heißt, ein Teil der Stichprobe war hier zu gelb nach längerer Lagerung. Und durch die doppelte Ernte wurde das eben teilweise ausgeglichen. Bitte weiter. Und hier noch das letzte Beispiel, die vierte Anlage, eine vierte Stichprobe, bei der das ebenso war. Bitte weiter. So, und nun komme ich schon zur Zusammenfassung dieser Zusammenfassung der Werte. Also einerseits kann man feststellen, dass durch das verschiedene
durch das verschieden hohe Ertragsniveau pro Baum sich die Fruchtgröße sehr gut, diese Varianten sich sehr stark auf die Fruchtgröße ausgewirkt haben, aber das ist ja alles bekannt. Durch die Fruchtgröße wurde das Ertragsniveau in den Anlagen etwas ausgeglichen. Bei der Fruchtfleischfestigkeit konnten wir nur sehr geringe, keine Einflüsse der Behangdichte feststellen, ebenfalls der Erntetechnik nicht. Aber das muss man sagen, und das sind ja auch die Versuche, die ja auch voriges Jahr gemacht wurden, man kann sehr wohl durch die Lagerdauer und das Shelf-Life sehr viel an Festigkeit verlieren. Also das sind sicher stärkere Einflüsse als wie das Ertragsniveau in diesem Fall in den Anlagen. Der Zuckergehalt hat sich etwas nach den Varianten, also mit den Varianten geerntet. Bei geringeren Erträgen hat es leicht höhere Zuckergehalte gegeben, auch vor allem eben auch nach Lagerung. Und die Erntetechnik hat sich in diesem Fall sich unterschiedlich ausgewirkt. Also hier kann durch die Erntetechnik gleich, denke ich, nichts beeinflusst werden. Die Säure gilt dasselbe wie für die Fruchtfleischfestigkeit, sehr geringe und schwer sichtbare Beeinflussungen. Hingegen bei der Fruchtfarbe haben wir doch Einflüsse gesehen. Es ist zu sagen, dass die Stichproben erstens alle im optimalen Bereich lagen. Das heißt, wir haben die Praxis sehr gut simuliert in diesen Versuchen. Wir haben nicht Varianten gehabt oder Herkünfte, bei denen wir wirklich sehr schlechte oder sehr gute oder extrem gute Stichproben hatten. Es ist dann allerdings vorgekommen, dass vor allem bei den niederen Behangdichten und nach längerer Lagerung und Shelf-Life manchmal ein Teil der Früchte zu gelb waren. Und hier wirkte sich die Erntetechnik, also die zweifache Ernte, positiv gegenüber der einmaligen Ernte aus. Der Belichtungsschnitt hat sich eigentlich nicht positiv ausgewirkt. Wahrscheinlich waren die Anlagen auch zu wenig wüchsig. Man hat sogar eher negative Auswirkungen auf die Fruchtfarbe gesehen, aber würde ich jetzt nicht so hundertprozentig als erwiesen betrachten. Da müsste man noch weiteres ein bisschen genauer nachgehen. Und die Bemerkung, also Lagerdauer, Shelf-Life haben einen sehr starken Einfluss auf die Fruchtfarbe. Das heißt, dort kann man dann auch noch etwas beeinflussen. Wichtig natürlich dort nicht zu sehr an Festigkeit und innerer Qualität aufs Spiel zu setzen. Damit hätte ich fertig, hätte ich meinen Vortrag beendet. Wenn es Fragen gibt, würde ich die natürlich gerne beantworten. Nicht gesagt, dass Sie die Fragen im Chat eingeben können, gell? Willst du das vielleicht sagen? Ja, man kann hier Fragen im Chat eingeben. Wir sehen diese dann. Sie können das jetzt auch weiterhin tun, Fragen eingeben. Eventuell kann ich später diese Fragen beantworten oder warten wir noch ein bisschen? Okay, warten wir eine Minute. Aha, da sieht man, wer der Paul ist. Der Walter Koch, da sind nicht so viele.
So, ich verabschiede mich dann. Es hat keine Fragen sind eingegangen. Sollte jemand noch Fragen haben, kann er es weiterhin, denke ich, eingeben und ich stehe zur Verfügung. Danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Bitte, Angelo. Besten Dank, Oswald. Deine Ausführungen waren sehr klar. Und wie gesagt, wir sind alle an der Leinburg, stehen zur Verfügung, um eventuelle Fragen auch später zu beantworten. Die kommen vielleicht auch zu dem Thema eher aus der Anwendung, aus dem Anbau, als aus den zahlreichen Teilnehmern, die wir gesehen haben, die jetzt dabei sind und uns zuschauen, aber die vielleicht eher aus dem Gebiet der Nachernte kommen. Jetzt freut es mich, dass die Firma AgroFresh zur Verfügung gestanden ist, um das Produkt vorzustellen, das unverhoffterweise dieses Jahr angewendet werden kann, weil an und für sich hätte man mit der Registrierung frühestens 21 oder 2022 gerechnet. Ich wechsle in die italienische Sprache über, weil unser Referent italienischsprachig ist. Ho appena detto che siamo molto contenti della vostra partecipazione per presentare un prodotto che, se non fossimo in questa situazione un po' strana del coronavirus che ci porta al Covid-19, non avremmo avuto la possibilità, o voi non avreste avuto la possibilità di avere questo permesso di emergenza di applicazione e non saremmo qua a presentare questa opzione che abbiamo quest'anno, che l'Italia ha anche ottenuto il 30 luglio quest'anno, ma adesso non voglio neanche toglierti tutto il contenuto della presentazione. Allora, do il benvenuto ad Alessandro Ceccarelli, che ci parlerà di Arvista, una nuova tecnologia per ottimizzare la qualità dei frutti e la gestione della raccolta. Grazie, Alessandro. Grazie, Angelo. Buongiorno a tutti. Ricambio ovviamente i ringraziamenti verso la... oggi a questo evento. Ecco, da parte di AgroFresh un ringraziamento a tutti e soprattutto anche a voi per la partecipazione. Possono partire le slide? Grazie. Ok. Dunque abbiamo messo insieme una presentazione come azienda, come AgroFresh, per dare un po' un overview di quello che è questa nuova tecnologia. Come Angelo ha già introdotto, quest'anno sarà disponibile per i frutticoltori di pere e mele in tutta Italia, appunto per il motivo che il coronavirus può causare una riduzione di manodopera e quindi le associazioni dei produttori hanno avanzato questa richiesta al Ministero. Quindi, prossima slide, grazie. Partiamo con che cos'è Arvista innanzitutto. Arvista è un nuovo formulato che AgroFresh ha sviluppato negli ultimi anni ed è a base di 1-metilciclopropene, quindi il famoso 1-MCP che dà dei processi di maturazione dovuti all'etilene. Quindi è un antagonista, un inibitore dell'etilene che si va a posizionare sui siti recettoriali
blocca quindi, scherma il frutto dall'etilene e tutti i meccanismi regolati dall'etilene vengono di conseguenza rallentati. Prossima slide, grazie. Come anche già annunciato Angelo, non è una tecnologia nuova, ovvero è una tecnologia nuova per l'Europa, per l'Italia, ma nel mondo è già ampiamente utilizzata. Abbiamo parecchi paesi, come vedete nella mappa precedente, grazie. È partito dagli Stati Uniti, ma è usato anche in Canada, tutto il comparto frutticolo, diciamo, del Sud America, Sudafrica, da qualche anno anche in Australia, e se ci avviciniamo verso l'Europa, anche Israele e la Turchia. Ecco, l'Europa è l'ultima ad averlo perché ha un iter registrativo molto più complesso e insomma in fase di sviluppo. Qual è lo status di registrazione? Abbiamo parlato dell'uso di emergenza di quest'anno, ma normalmente, o quindi quello che era diciamo l'iter classico, noi abbiamo sottomesso un dossier registrativo nel 2018 tramite lo stato relatore che è l'Olanda. La registrazione sarebbe stimata per il 2021 e dal 2022 è disponibile per tutti i paesi. Come già detto, nel 2020 è stato richiesto questo uso di emergenza da 7 paesi nella comunità europea e Spagna e Italia l'hanno già ottenuto. Prima la Spagna e poi l'Italia dal 30 luglio. Quindi sarà disponibile appunto per questa stagione a supporto della frutticoltura italiana. Agrofresh ha investito parecchio in questi anni in Europa per la sperimentazione, anche grazie ai colleghi di Limburg e a tutti gli istituti di ricerca presenti sul territorio europeo e italiano. 103 prove circa negli ultimi 3 anni, gli ultimi 5 anni, scusate, su mele e pere. Questi sono anche dati vecchi perché poi le prove sono anche state di più. Proprio per calare il prodotto nel territorio, capirne il funzionamento, dare dei consigli tecnici e poi creare delle raccomandazioni tecniche di utilizzo. Queste sono le varietà testate, giusto per darvi un'idea di quali sono state le varietà principalmente testate in Europa, quindi più di 16 varietà, che includono anche degli screening varietali. Gala, Golden e Pink Lady sono in cima alla lista, un po' per interesse, un po' per diciamo i volumi che sono presenti anche a livello europeo. Prossima slide. E qui vediamo un po' le raccomandazioni d'uso che Agrofresh ha poi, in base a queste prove e queste collaborazioni, sviluppato. Parlando del comparto melicolo, quindi mele, ci basiamo su dei momenti di applicazioni basati sull'amido, quindi delle finestre di intervento che hanno comunque una certa flessibilità che poi andremo a vedere nelle slide successive e queste poi saranno disponibili a supporto, diciamo, di tutti i frutticoltori e verranno distribuite da Agrofresh e sono già in fase di distribuzione. Prossima slide. Allora, brevemente introduco quali sono i benefici dell'utilizzo in campo e poi andiamo a vedere per ogni beneficio una slide che cerca di riassumere con dei dati quello che è il beneficio proprio concreto. I benefici sono correlati al rallentamento della maturazione. Io rallento la maturazione in campo e di conseguenza posso migliorare la gestione della raccolta in termini di carenza di personale o di gestione del personale o di prioritizzazione di raccolta di alcuni blocchi. Diciamo che raccolgo più frutti all'interno dei parametri ottimali della finestra di raccolta, se applicato secondo le raccomandazioni tecniche. Mantengo la durezza, posso ridurre il numero di stacchi, perché dove ho le varietà che hanno diciamo un numero multiplo di stacchi per aspettare colore e parametri qualitativi adeguati, spesso si compattano gli stacchi e quindi posso ridurre anche l'input di manodopera di lavoro. Posso mantenere il colore di fondo più a lungo. Un aspetto poi molto importante è che siccome ritardo la finestra di raccolta, ritardo la raccolta del blocco trattato, i frutti in quel periodo continuano a crescere, quindi si è visto costantemente, ed è uno anche dei punti di forza del prodotto, un aumento della pezzatura su questi frutti che rimangono di più in pianta, sia su mele che su pere, ed è un aspetto diciamo che sul ritorno dell'investimento del frutticoltore è abbastanza importante. Altri effetti sono la diminuzione della cascola dei frutti in pre-raccolta, una riduzione dell'untuosità e una riduzione del cracking che si è vista nelle varietà che tendono ad avere questo disordine prima della raccolta.
Quest'anno è stato chiesto principalmente per la gestione della raccolta, quindi è uno, diciamo, dei punti principali dell'utilizzo di Arvista, anche purtroppo in condizioni di emergenza, se vogliamo dire, con coronavirus, mi auguro di no, però facciamo presente che abbiamo questo tool a disposizione. In summary, posso estendere la raccolta fino ad ulteriori 14 giorni, ovviamente relazione al momento di applicazione, alla cultivar e alla reale, mantengo la qualità ottimale, prioritizzo la raccolta, quindi se ho poco personale posso trattare un blocco, iniziare la raccolta nel non trattato, finito la raccolta del blocco non trattato, vado sul blocco Arvista, mi trovo 5, 6, 7, 10 giorni dopo allo stesso livello di maturazione del blocco raccolto prima. Quindi ho questa flessibilità, diciamo questo respiro in più per raccogliere. Considerate anche situazioni di emergenza, è un prodotto flessibile sia nel momento di applicazione che per quanto riguarda la carenza, ho solo 3 giorni di carenza, quindi posso fare anche trattamenti prima di piogge abbondanti se sono previste, dove vado poi ad avere problemi di sovramaturazione, tratto, rallento la maturazione e poi vado a raccogliere. Ha un lavoro sinergico con SmartFest, quindi non ci sono controindicazioni di utilizzo di un MCP sia in pre che post raccolta, e se proprio dal punto di vista aziendale una delle nostre visioni è quella di contribuire comunque alla sostenibilità ambientale, in questo modo riesco a scartare meno prodotto, avere più prodotto di qualità per la conservazione, quindi diciamo abbiamo anche questo aspetto che ci teniamo a sottolineare. Prossima slide. Brevissimamente, per darvi un'idea di quello che Arvista fa, abbiamo detto che rallentiamo la maturazione, quindi la maturazione fisiologica viene rallentata. Su mele il parametro, come sapete, principale è la degradazione dell'amido, che mi rappresenta un avanzamento della maturazione. Qui vedete una prova che è stata svolta lo scorso anno nel comparto del Trentino. Su Golden eravamo a 600 metri di altezza, è stata fatta un'applicazione di Arvista a 10 giorni prima della raccolta, con amido intorno al 2-3 circa. Sull'asse delle X vedete i valori di amido da 1 a 5, e sull'asse delle Y, sull'asse delle X vedete le date, e sull'asse delle Y i valori di amido. Vedete come l'amido del trattato, quindi la curva arancione, viene rallentata rispetto al controllo, comunque avanza, perché è solamente un rallentamento, non è un bloccaggio, diciamo, della maturazione. E poi vedete nella finestra, diciamo arancione, la finestra di raccolta del controllo da amido 3 a 4 e la finestra di raccolta del trattato, che da più 10-12 giorni in più viene shiftata, spostata di 10-12 giorni rispetto al controllo. Ovviamente questa è una condizione, poi ce ne sono tante da valutare in base anche dove ci troviamo. Penso che poi Angelo farà vedere i risultati che sono stati fatti a Limburg, quindi vedrete anche nel comparto dell'Alto Adige come sono andati. Prego, prossima slide. Parlavo di flessibilità prima, che anche i colleghi in giro per il mondo ci tengono a sottolineare. Questa è una prova fatta all'Istituto di Ricerca Esteborg in Germania, dove sono state fatte 3 applicazioni di Arvista, una precoce, una intermedia e una tardiva, quando già i frutti erano a livello di amido all'interno della finestra di raccolta. Vedete la finestra di raccolta indicata con quel riquadro verde, a sinistra avete l'amido da 1 a 10, a destra avete le date, nell'asse delle X avete le date del calendario. Arvista 3 giorni di carenza, quindi posso poi raccogliere dopo 3 giorni. E qui vedete la degradazione dell'amido del controllo, che è la curva nera, la degradazione dell'amido del trattamento precoce, il rosso, poi blu del trattamento intermedio, e la terza applicazione all'interno della finestra di raccolta, se vedete in un primo periodo non ha avuto effetti sul rallentamento dell'amido, ma poi ha comunque dato un vantaggio, quindi potete programmarlo, potete comunque avere un'applicazione un po' più vicino all'interno della finestra di raccolta, diciamo per emergenza. L'altro aspetto che ho menzionato è l'aumento di pezzatura. I frutti stanno più tempo sulla pianta, in quel momento di fase di distensione cellulare aumentano di pezzatura ed è un po' un aspetto importante per il ritorno dell'investimento nell'utilizzare Arvista. Qua vedete un'esperienza commerciale negli Stati Uniti, dove rappresentano una distribuzione
delle pezzature del controllo e di arvista, quindi le varie barre sono le pezzature, e le pezzature sono rappresentate come numero di frutti che vanno a comporre una confezione da 18 kg, quindi i tray pack da export, se non erro. E in alto a destra avete la conversione di calibri in millimetri nelle classi, diciamo, centrali più rappresentative. Nell'asse delle Y avete il numero di confezioni per ettaro di quello specifico calibro. Come vedete, Arvista tende ad avere una distribuzione più spostata verso i calibri più grossi e quindi porta anche questo vantaggio di pezzatura. Ovviamente, se vedete in alto, Arvista è stato applicato il 7 di agosto, il controllo raccolto il 25, quindi è stato applicato molto precocemente Arvista, con 2 settimane prima della raccolta. Nell'etichetta di quest'anno si avranno 21 e 3 giorni prima della raccolta, quindi c'è comunque una finestra abbastanza ampia. E Arvista è stato raccolto, adesso non vedo lo schermo, ma 1 settimana o 2 settimane dopo rispetto ad Arvista. Quindi questo tempo ha spostato, diciamo, la pezzatura negli Stati Uniti, in quel particolare areale, di questa entità. Prossima slide. Un disordine indotto, diciamo, da una sovramaturazione può essere quello della cascola, e è stato, almeno questa è un'esperienza che vi riportiamo dall'Australia, un'applicazione commerciale del 2016, anzi scusate, è una prova nel 2016, perché non era ancora registrato. Vedete i filari di jet, loro hanno dei grandissimi problemi per mantenere jet sulle piante. A destra vedete il blocco non trattato, a sinistra da metà fila inizia il trattato Arvista. Le prime piante sono piante di bordo. Sono riusciti a posizionare Arvista proprio per la cascola, perché applicato, diciamo, prima della raccolta riduce questo fenomeno. Vedete a destra i dati, cioè 7 giorni dopo l'applicazione il non trattato, l'antrite, aveva un 11% di cascola, 14 giorni dopo aveva 45% di cascola. L'Arvista nelle stesse date aveva un 6% di cascola e un 14% di cascola. Quindi, diciamo, c'è una riduzione importante e il prodotto può essere posizionato anche per questo bisogno. Ovviamente va valutato in base alle cultivar, alla zona e dove si hanno questi problemi. Questa è sempre un esempio sulla cascola, è una prova che è stata fatta in Italia lo scorso anno, su Gala in Piemonte. Vedete 2 frutteti a destra e a sinistra, uno in quota e uno in valle. Vedete il numero di frutti cascolati per pianta, il numero medio di frutti cascolati per pianta, e vedete come Arvista, soprattutto nel frutteto di Monastero che è in quota, è riuscito a 4 settimane dopo dell'applicazione a tenere più frutti sulla pianta, quindi c'è stata una buona riduzione della cascola. Ovviamente in casi estremi, quando i secondi e terzi stacchi vanno troppo avanti, posso avere anche questo beneficio in più. L'ultimo, diciamo, beneficio era iniziato durante le prove registrative. Qua vedete la riduzione del cracking su Gala. Sono riportati vari istituti o enti registrativi come Eurofins, che ha seguito l'iter registrativo. Vedete come, a parità di data, in questo caso Arvista ha ridotto la percentuale di cracking dei frutti in maniera anche molto significativa in alcuni blocchi. Ecco, quindi è un effetto che si vede. Ovviamente va applicato il prodotto più vicino alla raccolta e non bisogna aspettare stacchi eccessivi, perché poi il disordine, a un certo punto, la funzione di Arvista finisce, quindi ho un effetto limitato nel tempo. Prossima slide. Un aspetto, che è una domanda che viene sempre fuori e che ci teniamo dal comparto tecnico di Agrofresh a essere chiari, è che un'applicazione in campo di Arvista, quindi di un MCP in campo, non ha lo stesso effetto che ha Smartfresh in post raccolta, per 2 ragioni principali. Una è il metodo di applicazione. Quando faccio Smartfresh in cella, ho il principio attivo che viene a contatto con i frutti per 24 ore. Arvista è un'applicazione parziale in campo e la faccio prima della raccolta, quindi va a coprire quei recettori che vengono a contatto col principio attivo, che viene poi distribuito con l'atomizzatore, e probabilmente dal momento dell'applicazione in poi il frutto, avanzando in maturazione, crea altri recettori che dovrò andare a coprire, a proteggere anche in post raccolta.
Qua vedete una prova dimostrativa che è stata fatta sempre dai colleghi australiani, dove hanno messo Granny Smith per 120 giorni in atmosfera normale, in refrigerazione normale. Vedete l'incidenza del riscaldo che è stata leggermente ridotta, diciamo, su Arvista, però è comunque un prodotto non commerciale, quindi non riesce ad avere quell'effetto sulla conservazione. Prossima slide. Ok, questa è un po' l'overview tecnica, ho le ultime slide riguardo alla formulazione, perché la formulazione è un po' un aspetto importante di questa tecnologia. Come sapete, un MCP è un principio attivo gassoso, quindi alle condizioni, diciamo, ambientali è un gas, quindi la sfida o l'aspetto tecnologico e tecnico della formulazione è stata quella di riuscire a intrappolare all'interno di un fluido un gas, quindi è una sospensione concentrata di zuccheri, ciclodestrine, sali che mantengono il prodotto stabile. Dal momento che io aggiungo acqua alla formulazione, il principio attivo viene immediatamente rilasciato, perché vado a sciogliere tutti i componenti che tengono intrappolato il principio attivo. Di conseguenza Arvista ha bisogno di un kit ad iniezione, quindi un kit dedicato che va installato sull'atomizzatore per poter fare l'applicazione. Prossima slide. È semplice, è costituito da un serbatoio dedicato che vedete nell'immagine a destra e una pompa di dosaggio, una pompa di iniezione che va a dosarmi una quantità di prodotto in relazione a un flusso di acqua che passa nell'atomizzatore. È un sistema adottato, inizialmente negli Stati Uniti si faceva un'applicazione a servizio con gli elicotteri, insomma c'era uno scenario ben diverso. Negli ultimi anni si sta avendo una transizione verso questo metodo di applicazione e in Europa si userà questo metodo di applicazione. Sono stati fatti parecchi, quindi diciamo funziona, è provato, anche se richiede un po' di preparazione. Brevissimamente uno schema di come funziona un atomizzatore: avete il vostro serbatoio che contiene acqua pulita, in questo caso non può essere miscelato con altri prodotti. Avete una pompa che spinge l'acqua nel circuito, dopo nel nostro pacco di valvole che dividono destra, sinistra, alto, basso, flussometri, eccetera, andiamo a fare un bypass e andiamo a posizionare una pompa di dosaggio, che in questo caso per l'Europa abbiamo scelto di suggeriamo la Dosatron, che viene attivata con il flusso d'acqua e che aspira da sotto il formulato che è nel suo serbatoio. A quel punto Arvista e il formulato vengono a contatto, l'UNMCP inizia a rilasciarsi, vado verso gli ugelli finali e applico il prodotto sulle piante. L'applicazione poi, diciamo, dopo qualche minuto il principio attivo viene rilasciato e si va a attaccare nei recettori sui frutti. Questi sono alcuni esempi di strumentazioni, di atomizzatori che sono stati montati un po' qua e là per il mondo e in Europa, diverse configurazioni, è abbastanza versatile, il concetto è semplicemente di andarsi a inserire tra le valve e gli ugelli, quindi più vicino possibile agli ugelli vado a iniettare Arvista, così un rilascio immediato. Velocissimo qualche informazione di applicazione, di quest'anno soprattutto che abbiamo in etichetta quest'anno, si applica da 21 a 3 giorni prima della raccolta, solo 3 giorni di carenza, si può applicare anche dopo un primo stacco proprio per questo motivo, per mantenere gli stacchi successivi diciamo più con più durezza, diciamo meno maturi. La pressione di utilizzo dell'atomizzatore sono 8 bar massimo, questo è l'unico limite che questo sistema di applicazione ha, perché la pompa di dosaggio ha dei limiti di pressione, quindi bisogna adattarli con delle valvole di sovrappressione. Suggeriamo di non applicare sopra i 35 gradi, è preferibile utilizzare condizioni umide perché favoriscono poi il rilascio dell'UNMCP e se ne perde di meno, e assolutamente non va mescolato con rame o con prodotti contenenti rame, perché vanno a influenzare negativamente la formulazione e il rilascio del principio attivo. Prossima slide, che è la mia conclusione. Diciamo che Agrofert, come avete visto, ha creato queste raccomandazioni d'uso, e se il prodotto, il principio attivo, il formulato viene utilizzato in queste finestre, in queste raccomandazioni d'uso, possiamo ottenere questi benefici diciamo sulla gestione delle raccolte senza compromettere la qualità. Quindi siamo comunque a disposizione per domande o per qualsiasi supporto tecnico che possa servire ai produttori. Grazie mille a tutti per l'attenzione.
Bene, grazie Alessandro. È stata una presentazione, diciamo, che ha incluso molte informazioni importanti. Ho visto che ci sarà, siamo complementari. Tu hai fatto vedere tutti i parametri che vengono colpiti da Arvista facendo gli esempi migliori, traendo una varietà, sì, un'altra, sì, e così via. Hai fatto vedere gli highlight, giustamente, come chiaramente qualcuno che ha un prodotto fa vedere gli highlight, mentre noi prenderemo una varietà e osserveremo tutti i parametri. Perciò siamo complementari, abbiamo due punti di vista diversi, però ci siamo già scambiati le informazioni, certo, certo, le conoscete. E per i nostri, qua sarà forse interessante capire il vantaggio per le varietà. Adesso io penso che ci sono di certo molte domande, però non so se poi siamo riusciti con questo metodo telematico ad ottenerle. Vediamo un po' se ci sono delle domande nel chat. No, non ci, okay, sono domande. Spero che tecnologicamente sia possibile per voi porre queste domande. Se non fosse, in ogni caso, Alessandro, tu puoi forse dire chi sono le persone a, sì, cui possono porre queste domande ulteriori. Sì, 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 assolutamente. Allora, per la zona, diciamo, del Trentino Alto Adige, potete fare riferimento a Jochen Kager, Ivo Secchi e Alex Rossi, che sono, diciamo, gli responsabili commerciali di zona. Se ci sono anche domande tecniche, potete passare tramite loro oppure contattate direttamente me, che, diciamo, vi proviamo a rispondere a tutte le domande e venire a supporto con chiarificazioni tecniche, eccetera. Quindi siamo a disposizione di qualsiasi domanda che c'è, insomma. C'è una domanda, vedo. Allora, viene chiesto se viene già applicato. Se è già applicato. Ok, allora, purtroppo uno dei limiti della registrazione di emergenza di quest'anno è che il permesso ci è arrivato abbastanza tardi. Noi l'avevamo richiesto, cioè l'associazione dei produttori l'avevano richiesto per metà luglio, quindi in tempo per quelli che sono le colture estive, dalle pere alle mele, quindi comprendendo anche Gala. Lo abbiamo ricevuto qualche giorno fa, quindi stiamo adesso organizzando la fase per le prime applicazioni. Probabilmente ci saranno applicazioni già dalla prossima settimana, però non siamo riusciti per adesso a fare applicazioni, diciamo, estese in Italia, proprio per questo motivo del ritardo dell'uso d'emergenza, dell'autorizzazione di emergenza. La Spagna, però, al contrario, lo ha avuto prima, quindi hanno già fatto qualche centinaio di ettari, quindi insomma se interessano informazioni possiamo contattare, comunque farvi avere qualche informazione dal comparto spagnolo, ecco, anche se non è magari una zona molto simile dal punto di vista culturale, però ecco, questo è quello che, dove siamo noi come azienda, insomma. Grazie Alessandro. Prego. Forse una domanda che forse esitano a porre potrebbe essere, ma quanti, sui costi, si può parlare dei costi? Perché questo è un prodotto che è sul mercato. Sì, allora, il concetto generale è che, allora, la formulazione ne va usata 8.75 litri per ettaro, con una finestra ovviamente di applicazione che va fino agli 11.7, perché in etichetta si hanno due dosaggi. Il costo da listino, poi dopo con i colleghi che si occupano della parte commerciale vi verrà confermato o discusso, è di 114 euro al litro, quindi per 8.75 litri fa la cifra di circa 1000 euro per ettaro. È un investimento, però può essere spaventoso, comunque essere un costo abbastanza importante, però il ritorno dell'investimento che si ha sull'utilizzo del prodotto, soprattutto in termini di riduzione del cracking, pezzatura, qualità, copre ampiamente i costi del prodotto, quindi quando lo utilizzate poi avete, ecco, un ritorno ampio sull'utilizzo, quindi il costo poi diventa, non dico marginale, però deve essere visto in quell'ottica lì.
Forse l'ultima domanda che viene in mente a me, che pongo per invece degli altri, sì, sì. Quali preparativi sono già stati fatti qua in Alto Adige? So che vi siete già preparati, nonostante sì. Anche non sapendo se ci fosse stata la sì. possibilità. Allora, grazie per la domanda, buona domanda. Dunque, sono stati montati già dei kit. Montare il kit sull'atomizzatore è... richiede un po' di tempo, quindi richiede un'officina, richiede una mezza giornata, una giornata di lavoro al massimo. Ecco, quindi considerate questi come tempi per montare un kit, compatibilmente con le esigenze delle varie officine. Quindi il consiglio è quello di muoversi un po' in anticipo se c'è un interesse di preparare un kit e montare un kit. Ne sono già stati montati 3 o 4 in Alto Adige, quindi penso che siano a disposizione per le prime applicazioni e poi, diciamo, andando avanti con la stagione, in base all'interesse, vi supporteremo, diciamo, nel montaggio di ulteriori kit per la distribuzione. Però ce ne sono già, se non sbaglio, 3 o 4. Ecco, non vorrei... Uno neanche l'Angur, quindi, per le prove sperimentali. Ecco. Ok. Non ci sono altre domande? Guardo regia, no? Ok. Bene, si vede che aspettano tutti la mia presentazione. Esatto. O che tu sei stato molto chiaro. Spero. Grazie a tutti. Bene, grazie. Continuo rimanendo seduto qui. Guardo in regia. A posto? Perfetto. Ok. Allora, yeah. Continuo in lingua tedesca. So, jetzt ist mein Part, Alessandro Ceccarelli bleibt jetzt hier im Studio, damit, falls ich noch Fragen aufwerfen sollte, die er dann später beantworten kann, dass er dabei ist. Mein Part ist jetzt zu berichten über die Erfahrungen von Exaktversuchen, die wir in der Obstanlage gemacht haben. Deswegen der Titel, ein Methylcyclopropen jetzt nicht in der Lagerzelle, sondern in der Obstanlage. Der Einfluss von Havista, das ist das formulierte Produkt. Das ist das einzige weltweit formulierte MCP, das man in der Obstanlage anwenden kann. Auf Reifeverlauf, Qualität und Lagerfähigkeit von den Sorten Gala und Golden Delicious. So, wenn wir auf der nächsten Folie schauen, ist eigentlich dieses Methylcyclopropen in den 90er Jahren entstanden, aus einer großen Gruppe der Cyclopropene ausgewählt. Damals wurden Ethylen-Hemmstoffe gesucht, eigentlich für die Forschung, um zu versuchen zu verstehen, wie die Reifung überhaupt vor sich geht und welche Rolle dieses Hormon hat, dass er nicht nur ein Reifehormon ist, sondern er viele Auswirkungen hat, je nachdem, wann es in der Pflanze präsent ist, ob es zur Blüte ist oder eben in verschiedenen Wachstumsphasen. Aus dem Grunde ist auch das MCP vielleicht in Zukunft interessant, nicht nur angewandt vor der Ernte, sondern zu anderen Zeitpunkten, zum Beispiel zum Ausdünnungszeitpunkt. Ja, seit den 90er Jahren und seit den 2000ern ist die Forschung an einem MCP als Lagerwirkstoff im Gange. Da sind wir von der Leinburg von Anfang an dabei gewesen. Und das war praktisch eine Revolution, muss man sagen. Der Wirkstoff hat eine Revolution in der Lagerung zufolge gehabt. Und in den gleichen Jahren haben wir die dynamische kontrollierte Atmosphäre entwickelt. Also wir haben in den 2000ern zuerst einmal experimentell sehr erfolgreiche Jahre gehabt und danach auch in der Anwendung haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht, Mitte der 2000er Jahre. Ja, jetzt sind wir 2020 und was kann man mit einem CP jetzt im Planter, also am Baum, tun? Wir können jetzt, weil die Notverordnung ist und weil wir eben schon vor 3 Jahren begonnen haben, Versuche durchzuführen, in Zusammenarbeit eben mit AgroFresh, haben wir sofort die Gelegenheit ergriffen, Versuche durchzuführen, um zu sehen,
wie sich Avista in Südtirol unter Südtiroler Gegebenheiten, klimatischen Sortenspektren, standortmäßig auswirkt. Gestützt auf Berichten, die es ja natürlich zahlreich gibt aus anderen Kontinenten, wo das ja schon früher angewandt wird, und von anderen europäischen wissenschaftlichen Partnern, die auch in den letzten Jahren früher oder später auch begonnen haben, die, damit zu arbeiten. Auf unsere Anregung hat auch Agrofesh in diesem Jahr ein europäisches Treffen gemacht, bei dem die wissenschaftlichen Partner ihre Ergebnisse ausgetauscht haben. Und Leinburg ist auch in einem Euphrin-Nachernte-Lagerungsgruppe, die sich auch regelmäßig diese Ergebnisse austauscht. Also das ist jetzt die Basis, damit wir uns dreijährige Ergebnisse des Versuchszentrums anschauen. Hier erkläre ich kurz das experimentelle Design. Wir haben also 2017, 18 und im letzten Jahr die Versuche durchgeführt. Und was man rechts sieht, das sind eigentlich Baumreihen. Wir haben in drei Wiederholungen, in drei Baumreihen haben wir die Versuche gemacht und haben dazwischen einige Pufferreihen gehabt, damit sie sich nicht gegenseitig sozusagen anstecken mit dem Produkt. Und die drei Wiederholungen betreffen einmal die unbehandelte Kontrolle und die mit Avista behandelte, die gelben. Und in diesen Wiederholungen hatten wir jeweils immer drei Baumgruppen, die gedacht waren für drei verschiedene Parametergruppen, die untersucht wurden. Die erste Gruppe ist Qualität und Reife, wo die ganzen dementsprechenden Parameter untersucht wurden, Stärke, Festigkeit, Zuckergehalt, Säure, Diameterwert und Ethylengehalt. Die zweite Gruppe war für das Fruchtwachstum, die Fruchtzunahme und den Fruchtfall, weil wir ja schon gehört haben, dass wir eventuell größere Früchte haben können, beziehungsweise den Fruchtfall gehemmen können. Und die dritte Baumgruppe war zur Ernte gedacht, damit wir dann die Früchte auch lagern können und sehen, welche Auswirkungen dann auf die Qualität nach der Lagerung besteht, weil das ist ja, aus dem Grunde haben wir ja eigentlich das Erntefenster und müssen das einhalten, weil wir dann nach der Lagerung eigentlich optimale Qualität erzielen müssen. Ja, weiter auf der nächsten Folie sehen wir dann die Klone, die wir angewandt haben. Es ist also immer Gala Schnieger und Golden Delicious Klon B, die immer im Umfeld von der Leinburg waren, auf Versuchsfeldern der Leinburg. Das erste Jahr ist ein leichtes Unglücksjahr gewesen für unsere Gala, nicht für die Golden. Die Gala wurden gleich nach der Behandlung leider vom Hagel betroffen. Aus dem Grunde haben wir dann die Reifewerte, aber wir haben keine Lagerung durchgeführt, keine seriöse Lagerung, weil wir dann einen Teil der Äpfel hätten ja nicht ausschließen müssen und das wäre dann nicht seriös gewesen, nur mit einem Teil der Früchte die Lagerung durchzuführen. Wir sehen auch den Zeitpunkt der Anwendung. 2017 haben wir das praktisch zum Start mit 0 Tagen Verzögerung zum Start der Ernte, 2018 mit 3 Tagen Verzögerung und 2019 mit 12 Tagen Verzögerung. Und bei Golden Delicious haben wir im ersten Jahr 8 Tage Verzögerung, im zweiten 10 Tage und im dritten Jahr 14 Tage Verzögerung. Dazu muss man sagen, dass angestrebt waren immer 14 Tage vor Erntebeginn. Das ist so auch die mittlere Angabe für Avista, was aber leider nicht immer machbar war aus formellen Gründen, weil diese Versuche eben bei der Sanitätseinheit angemeldet werden müssen, etc. etc. Aber auch, weil es eine große Herausforderung ist, überhaupt den präzisen Erntezeitpunkt 3 Wochen früher festzustellen, um dann die Anwendung richtig durchzuführen. Ja, wichtig ist, die Anwendung haben wir mit einer Rückenspritze durchgeführt, mit dem Cifarelli Mistblower
Und wir haben auf jeden Fall die Konzentrationen und auch besonders wichtig das Wasservolumen 400 Liter pro Hektar optimal eingestellt gehabt. In dem nächsten Foto möchte ich zeigen, wie wir das angewandt haben. Eben das ist die Anwendung mit der Rückenspritze. Das ist natürlich eine Versuchsanwendung, die anders sein wird als mit dem Sprühgerät. Und wenn wir weiter sehen, hier noch einige Angaben zur Lagerung. Wie gesagt, im ersten Jahr keine. Im zweiten Jahr haben wir in einer optimalen ULO-Lagerung die Früchte 6 Monate gehabt. Und im Jahr 2019 haben wir auch sehen wollen, wie sieht es aus, unbehandelte, Harvester-behandelte und wie wirkt sich dann noch drauf eine Smart-Fresh-Behandlung im Lager. Also wenn wir diese Informationen sehen, unten sieht man für die Interessierten die Lagerbedingungen. Das sind die optimalen Lagerbedingungen, die wir an der Leinburg auch empfehlen und die meisten sicher auch kennen und umsetzen. Ja, gehen wir zu den Ergebnissen von Harvista auf den Reifezeitraum. Wie beeinflusst Harvista den Reifezeitraum der Apfelsorte Gala als erstes? Was wir sehen, ist den wichtigsten Parameter, der uns steuert, wenn wir das Erntefenster definieren, ist der Stärkeabbau. In Orange die Kontrolle, die unbehandelte Kontrolle, da baut sich die Stärke schneller ab als bei Harvista, die blaue Linie. Wir sehen also deutlich einen Effekt. Hier sind die Daten, die ich jetzt präsentiere, sind die von der vergangenen Saison. Da haben wir die Harvista-Applikation eben 12 Tage vor dem Erntefenster gehabt. Und wir sehen jetzt, die roten Linien sind die durchgezogene ist der optimale klassische Erntetermin und das gestrichelte ist die Verschiebung durch Harvista. Und wir sehen, der Erntebeginn ist verschoben um etwa 3 Tage. Und dann sehen wir die zweite Gruppe von Linien. Das Ernteende ist verschoben um 4 Tage. Also wir haben streng genommen eine Verschiebung von nicht einer Woche, sondern von circa 3 bis 4 Tagen gehabt. Wobei wir sehen, das Ende des Fensters ist ein bisschen weiter verschoben, um circa einen Tag weiter verschoben. Was man dann noch sieht, eingezeichnet sind die mit Harvest sind die 4 verschiedenen Erntetermine, an denen wir dann geerntet haben, um zu sehen, sei es Harvista als auch klassisch, um zu sehen, wie sich das ausgewirkt hat dann auf die Qualität nach der Lagerung. So, weiter. Danke. Hier haben wir eine Grafik gemacht, wo wir den Stärkewert dargestellt haben, als ob er um eine Woche verschoben wäre. Also in der Annahme, dass das Harvista eine Woche die Reife verschieben würde, haben wir jetzt einen Vergleich zwischen Harvista und Kontrolle. Und man sieht, was man davor auf den Liniendiagramm gesehen hat, dass die Verschiebung nicht eine Woche war, weil die Harvista-Werte haben einen höheren Stärkewert. Im Kreis sehen wir den optimalen Erntetermin und wir sehen im optimalen Erntetermin, wenn wir eine Woche später geerntet hätten, dann hätten wir mit Harvista einen Stärkewert gehabt, der höher ist als die Kontrolle. Also ist hier wirklich die Verschiebung weniger gewesen als eine Woche mit Harvista. Weiter sehen wir den Einfluss auf den Penetrometerwert. Der Einfluss auf den Penetrometerwert ist auch hier sehr, sehr gering zu sehen.
eigentlich. Man sieht vielleicht ganz gegen Ende, aber das ist dann schon im September, sehen wir, dass die Harvesterfrüchte etwas fester blieben. Und wenn wir auf der nächsten Folie wiederum die Verschiebung um eine Woche sehen, angenommen, dass Harvester eine Woche verschieben würde, dann sehen wir, dass genau wie bei der Stärke das nicht so ist, weil die Harvesterfrüchte sind weicher als die Kontrolle. Also die Verschiebung ist geringer als diese eine Woche gewesen. Am Fruchtwachstum ist, wie zu erwarten, kein Unterschied zu sehen, weil Harvista soll ja nicht das Fruchtwachstum hemmen, sondern das Fruchtwachstum geht weiter. Und es könnte dann sein, dass man sieht, dass es ja sehr leicht zunimmt, dass wenn man etwas später erntet, dann gewinnt man natürlich, weil die Frucht am Baum Zeit hatte, an Größe zuzunehmen. Dazu sehen wir die Daten dann später. Auf der nächsten Folie habe ich dann den Fruchtfall aufgezeigt, wie wir ja schon gehört haben. Das sind alles Parameter, die ich jetzt zeige, die wir davor gehört haben, wo davor ist immer eine andere Sorte präsentiert worden als Beispiel, während hier schauen wir diese ganzen Parameter immer an der gleichen Sorte an. Und hier sehen wir den aufsummierten Fruchtfall und man sieht eine schöne Wirkung von Harvista, die blaue Linie. Wir sehen, dass viel weniger Früchte fallen bei den Harvista-Behandelten. Aber in Wirklichkeit hat es in der Realität keine große Auswirkung, weil ich die Erntefenster eingezeichnet habe. Und wenn wir sehen, im orangen Erntefenster, das ist das klassische, da findet ja de facto sehr wenig Fruchtfall auch schon klassisch statt. Und im blauen Erntefenster wird ja nicht mehr geerntet, also ist diese höhere orange Linie, spielt da keine Rolle. Und es ist notwendig, dass die blaue Linie niedrig ist, weil dort würde ja Harvista geerntet werden. Ja, okay. Wir können weitermachen mit dem Chlorophyllabbau. Ich glaube, dass die meisten inzwischen das Deameter kennen. Das ist das Gerät, mit dem man optisch nicht destruktiv die Grundfarbe messen kann. Und die Grundfarbe kann man messen auch unter der roten Deckfarbe. Also das geht auch sehr gut, um bei Gala den Chlorophyllabbau zu messen, die grüne Grundfarbe. Und was wir sehen ist, dass Harvista wirklich die Früchte grüner hält. Das auf der blauen Linie sehen wir, der Abbau geht langsamer voran als in der Kontrolle. Gegen Ende hin ist die Wirkung dann wieder abgeschwächt, weil wahrscheinlich, wie wir schon gehört haben, es ist nicht sicher, aber höchstwahrscheinlich bilden sich ja neue Ethylenrezeptoren, die nicht von Harvista belegt sind und dann geht die Reife weiter. Ja, das sind jetzt die Beobachtungen gewesen zur Reife zum Thema Gala und die gleichen Beobachtungen möchte ich jetzt bei der Sorte Golden Delicious aufzeigen. Und wiederum sehen wir den Stärkeabbau. Hier sehen wir natürlich, wie gewohnt, Golden Delicious hat einen ganz anderen Verlauf des Stärkeabbaus. Wir haben die Harvista-Applikation dort auch so circa um die 12 Tage vor dem Erntefenster gemacht. Das Erntefenster beginnt bei der roten durchgezogenen Linie und wir sehen die Wirkung, die Verzögerung ist hier stärker als bei Gala. Da müssen wir schauen, den Abstand zwischen durchgezogener und strichlierter Linie und das ist ein Abstand von 6 Tagen. Also bei Golden Delicious haben wir eine Verzögerung um 6 Tage und das Ende ist um 8 Tage verzögert, wenn man eben zu dem Zeitpunkt von 14 Tagen, sind das jetzt, habe ich nachgeschaut, 14 Tage vor dem Erntestart. Ja, also etwas mehr. Und wenn wir dann sehen, hier sehen wir ja, wenn wir diese 6 bis 7 Tage sehen, dass
Das ist hier anders als bei Ghana. Wenn wir eben das Ganze um eine Woche verschieben, dann sehen wir, ja, die Stärkewerte sind wirklich ähnlich. Also es ist wirklich verschoben worden. Weil die blauen Balken sind ja in Wirklichkeit eine Woche später geerntet worden. Aber die sind wie wir sehen, die unterscheiden sich fast nicht die Stärkewerte von der Kontrolle. Also eine Woche später haben wir bei Golden Delicious die gleichen Stärkewerte erzielt. Schauen wir uns dann den Abbau der Festigkeit ab, des Penetrometerwertes. Hier sehen wir auch eine deutlichere Wirkung als bei Gala. Wir sehen, es ist eine sehr leichte Wirkung, also wenn man auf der Skala sieht, also ein Unterschied von ca. 0,5 Kilo gegeben. Und wenn wir dann die Daten verschieben um eine Woche auf der nächsten Folie, dann sehen wir im Kreis immer das optimale Erntefenster, dass hier, sagen wir so, hier die Festigkeit von Harvester einmal etwas höher ist und beim nächsten Mal etwas niedriger. Aber wenn wir die Fehlerindikatoren sehen, die wir auf den Balkenspitzen sehen, dann dürften die Unterschiede wahrscheinlich nicht stark signifikant sein. Jedenfalls kann man auch vom Penetrometer und von der Stärke hier von einer echten Verschiebung um eine Woche sprechen. Die Zunahme des Durchmessers, also der Verlauf ist sehr ähnlich und interessanterweise ist Harvester etwas niedriger als die Kontrolle, aber das dürfte eher mit der Gruppe an Bäumen zusammenhängen, die gewählt wurden, um das zu testen, weil bei Gala lagen die haargenau übereinander. Es ist auf jeden Fall keine Abweichung vom Trend bei beiden zu beobachten. Und wenn wir dann das Fruchtwachstum anschauen, also die Auswirkung auf den Fruchtdurchmesser, sehen wir, weil eben kontinuierlich Harvester etwas niedriger war, sehen wir, wir müssen das ja immer verschoben denken. Wir müssen das immer verschoben denken um eine Woche. Also wir müssen uns den blauen Balken immer verschoben denken auf den orangen von der Woche davor. Und da sehen wir, da besteht fast kein Unterschied. Das sind jetzt eben Werte von den Messungen, die ich davor angezeigt habe. Also in diesem Fall sind die Unterschiede von einer Woche nicht so stark ausgefallen auf das Fruchtwachstum von Golden Delicious. Das heißt, es dürfte in dem Fall nicht so stark in einer Woche an Größe zugenommen haben als die Woche davor. Was den Fruchtfall anbelangt, sehen wir hier fast noch klarer, als was wir bei Gala gesehen haben. Wir sehen eine schöne Wirkung von Harvester wieder. Aber die relativiert sich, weil ja Harvester ja auch später geerntet werden würde im blauen Rechteck. Und natürlich muss, wenn ich im blauen Rechteck ernte, muss ich weniger Fruchtfall haben, brauche ich die Hemmung. Es ist also nichts anderes als die Verschiebung um eine Woche der Ernte. Wenn wir diese Kurven verschieben würden, wenn ich die blaue Kurve verschieben würde, dann würde ich einen ähnlichen Wert erzielen, wenn ich eine Woche früher geerntet hätte. Also der Fruchtfall wird gehemmt, aber wenn ich in den Erntefenstern drinnen bleibe, im klassischen oder im verschobenen, ist das eigentlich kein Unterschied. Es erlaubt eigentlich nur, dass ich wirklich eine Woche später ernte, ohne mehr Früchte zu verlieren. Was die Farbe anbelangt, da hat mein Kollege Oswald Rossi ja schon einiges über den Farbton berichtet. Also wir messen ganz präzise mit dem Chromometer Minolta den Farbton. Und diese Zahlen sagen, ob es gelb, grün oder rot ist. Aber ich habe auch dann rechts die Gelbklassen, die in der Praxis eingesetzt werden, angezeigt. Wir sind zwischen G3 und G4, also ganz weit weg von unteren Gelbtönen und wir sehen hier eigentlich keinen Einfluss bei den verschiedenen Ernteterminen. Da steht 1, 2, 3, 4, das sind die vier verschiedenen Erntetermine, bei die ich davor gezeigt hatte, an denen wir für die Lagerung geerntet haben. Also kein
Unterschied an der Gelbtönung. Ja, jetzt möchte ich ein bisschen zum Fazit kommen. Und natürlich ist aufgefallen, dass ein paar Daten fehlen. Wie schaut es denn aus mit der Deckfarbe bei Gala? Das ist natürlich ein Thema. Also die Deckfarbe bei Gala, wenn man die Reife verschiebt. Das ist schon ein Thema gewesen, als wir vor vielen Jahren einen anderen Reifehemmer getestet haben und im Versuch gehabt haben, das Aminovinylglycin, das als Retain verkauft wird, aber in Europa nicht zugelassen ist. Und die Farbbildung, wenn wir die Reife verschieben, kann nur dann besser werden, nicht weil die Äpfel länger am Baum hängen, weil ja die Reife verschoben wird und die Farbbildung startet erst, wenn die Reife startet, sondern wenn günstige Außenbedingungen da sind. Also sprich, Tag-Nacht-Temperaturwechsel optimaler werden oder regnerisches Wetter ausgetauscht wird mit optimaler Sonneneinstrahlung. Aber natürlich kann die Farbe nicht entstehen, wenn die Früchte zum Beispiel durch das Laub beschattet sind. Also nur das, also das Verschieben der Ernte kann nur aus den Umständen mehr Farbe bringen und dann muss man entweder die Wettervorhersage kennen, aber die müsste man ja schon 2 Wochen vor dem Erntefenster kennen, um das zu steuern, oder man kann das Risiko eingehen. Jedenfalls hier zeige ich, wie wir geerntet haben, die Gala, und zwar haben wir die Farbe respektiert. Man sieht immer, wir haben eine erste und eine zweite Pflücke immer gemacht und wir haben, um Harvista und Kontrolle zu vergleichen zu können, haben wir im gleichen Verhältnis die Pflücken durchgeführt. Wie man sieht, oben ist die Kontrolle, unten Harvista und wir haben 37% bzw. 36% erste Pflücke und 63% und 64% zweite Pflücke. Insofern sind die Daten zu interpretieren, die ich jetzt zeige, zur roten Deckfarbe. Und was wir dann korrekterweise vergleichen, sind die in den 2 Kreisen. Wir vergleichen die Ernte am 20. August, weil die sollte mit Harvista, weil die sollte ja um eine Woche die Erntefähigkeit verschoben haben. Wir vergleichen sie mit der Kontrolle, die optimal geerntet wurde am 13. August. Gut, auf der nächsten Folie sehen wir einmal etwas, was vielleicht gewöhnungsbedürftig ist, eine drastische Hemmung der Farbbildung durch Harvista. Die blauen Balken sind die mittleren Prozent der roter Deckfarbe aller sortierten Äpfel. Das heißt, wenn wir 40% sehen, dann war der Mittelwert der Deckung mit roter Farbe aller Gala 40%. Also hatten im Mittel alle Gala 40% Deckfarbe. Und wir sehen, wenn wir zum gleichen Zeitpunkt geerntet hätten, dann hätten wir etwas mehr als 40% rote Deckfarbe gehabt beim ersten Pflücktermin. Und bei Harvista hätten wir etwas mehr als 20% gehabt. Und wir sehen diese blaue Linie, die da hinaufgeht, wir sehen, wie sich dieser Trend der Farbbildungshemmung durch Harvista fortsetzt. Klarerweise wird durch Harvista jeder Reifeprozess gehemmt und dazu gehört auch die Bildung der roten Deckfarbe. In der nächsten Folie zeige ich aber, was das dann für die Praxis bedeutet. Hier sehen wir nur den Rotanteil und wir sehen die erste Pflücke, da habe ich praktisch den verzögerten Balken von Harvista vom 20. August, habe ich Richtung konventionellen ersten gezogen und wir sehen, dass wir eine Spur mehr rote Deckfarbe gewonnen haben. Durch diese Verzögerung. Anstatt 40% mittlerer Deckung haben wir circa etwas mehr als 50
also Prozent oder Deckung gehabt. Und mit der zweiten Pflücke, bei der zweiten Pflücke haben wir fast keinen Fortschritt erzielt, etwas mehr. Aber die zweite Pflücke ist ja auch meistens das, was beschattet ist, was dann natürlich verschiedene andere Einflüsse braucht, als nur eine Reifeverzögerung, um Farbe auszubilden. Also wir sehen, wenn wir vergleichen zum gleichen Zeitpunkt Harvista-Behandlung, dann sehen wir eine drastische Hemmung der Farbbildung. Aber wenn wir dann diese Verschiebung abwarten, deswegen wir ja auch behandeln, dann haben wir eine Nachholung, wird die Farbbildung nachgeholt und kann je nachdem, je nach Wetterverhältnissen, hier ist sie auch etwas höher gewesen. Bei der nächsten Folie können wir dann auch verifizieren, diesen Zusammenhang. Wir sehen hier auch den Gelbanteil und den Grünanteil. Und wir sehen dementsprechend, wie die blauen Balken am Anfang beim roten Anteil sehr gering sind, sehen wir auch, dass der gelbe Anteil dafür höher ist und besonders auch, dass der grüne Anteil sehr, sehr hoch ist. Und erst später wird der grüne Anteil niedriger. Und wir müssen immer die blauen Balken, die zweite Gruppe von blauen Balken mit der ersten Gruppe von orangen Balken vergleichen, weil wir ja eine Verzögerung haben. Also es bestätigt sich, die grüne Grundfarbe wird dann auch langsamer abgebaut, wie wir schon gesehen haben bei dem DA-Index. Gut, gehen wir weiter und schauen uns die Gewichtssortierung an. Die Gewichtssortierung, hier habe ich auch praktisch das Vergleichbare angezeigt und wir sehen, dass in der einen Woche Verzögerung natürlich die Früchte etwas angewachsen sind und wir haben vielleicht einen Zuwachs von doch knappen 10 Gramm, wenn man die erste Pflücke vergleicht und einen ähnlichen, etwas geringeren Zuwachs bei der zweiten Pflücke. Also diese eine Woche hat diesen Unterschied bewirkt. Weiter. Ja, jetzt wird es spannend, wie sieht es aus mit der Lagerfähigkeit? Mit der Lagerfähigkeit werde ich die Daten beschränken auf den Penetrometerwert und dann auf die äußeren Schäden. Und ich habe hier ein Ampelsystem genommen und zwar ist grün ist eine positive Auswirkung von Harvista, gelb ist keine Auswirkung. Und rot ist eine negative Auswirkung. Und wir sehen, wenn wir eben wiederum die eine Woche Verschiebung vergleichen, dass eigentlich keine Qualitätsverbesserung ist. Man kann sagen, man hat eine Woche später geerntet und hat die Qualität erzielt von der Woche davor, wenn man die Woche davor geerntet hätte. Also validiert, ja, der Erntetermin ist, wie alle anderen Parameter schon gezeigt haben, um eine Woche verschiebbar. Das zeigt sich, sei es mit einer ULO-Behandlung, als auch mit einer ULO mit MCP-Behandlung. Ich habe dann die anderen Pfeile durchgestrichen, weil man sich das anschauen kann. Aber wie ich dann gleich danach zeigen werde, wenn es um die äußeren Schäden geht, ist es praktisch beinahe prohibitiv, den dritten Erntetermin durchzuführen, wegen sehr hoher Ausfälle. Also es geht praktisch fast nur, man muss wirklich diese Verschiebung von einer Woche einhalten und man darf nicht spekulieren, dass man länger verzögern kann. Ja, die Shelf-Life-Daten schauen wir jetzt nicht so genau an, weil im Shelf-Life passiert ja vieles, da geht auch viel Wasser verloren, das verändert dann auch den Penetrometerwert, deswegen besprechen wir hier die Daten direkt zur Auslagerung nach 6 Monaten. In der nächsten Folie kommen die äußeren Schäden und hier ist Dramatisches passiert. Wir sehen, die erste Gruppe ist die Kontrolle, die zweite Gruppe ist Harvista. Wenn wir links die Daten anschauen und zeige die Daten, sind in blau die Morschigkeit, in braun die Fäulnis und in gelb das Aufspringen der Äpfel, der Früchte. Und was ganz eindeutig ist, ist, dass wir, wie ich davor gesagt habe, ab dem dritten Erntezeitpunkt wir die Ernte
besser sein lassen sollten. Also wir müssen innerhalb des optimalen Erntefensters ernten, sei es mit der Kontrolle, als auch Harvista. Also Harvista schafft es praktisch nur, diese Zeit zu verschieben, aber gibt uns jetzt nicht ein extrem, bei Gala, gibt uns nicht ein extrem erweitertes Fenster. Wenn wir die nächste Folie anschauen, dann sehen wir eben, da habe ich eingezeichnet, was wir vergleichen können. Wir können also das dem blauen Balken, der praktisch eine Woche später geerntet worden ist, das ist Harvista, können wir mit den ersten Orangen vergleichen. Und wir sehen, da ist kein Unterschied. Also wir haben praktisch da, sei es mit ULO, als auch mit ULO, mit MCP, schaffen wir es praktisch sehr gut. Wir können also eine Woche später ernten und haben die gleichen Ergebnisse, wie wenn wir eine Woche früher geerntet hätten. Was wichtig, was interessant ist, ist, dass wir mit der MCP-Behandlung etwas bewirken, das wir mit der Harvista-Behandlung nicht bewirken. Mit MCP haben wir deutlich die Ausfälle reduzieren können. Und das, das auch bei Harvista. Das heißt eigentlich, bei den äußeren Schäden hat Harvista nichts bewirkt, außer, dass wir eben eine Woche später ernten können. Mit MCP können wir noch etwas mehr bewirken. Wir können dann mit MCP die Schäden, weil wir natürlich auch die Reife stark während der 6 Monate Lagerung drosseln, noch weiter reduzieren, minimieren. Und da könnte man dann auch, wie man sieht, auch an einen dritten Erntetermin denken. Gut. Dann noch ganz schnell kurz die letzten Folien. Komme ich zu Golden Delicious, auch wiederum die Festigkeit. Und da hier sehen wir, dass das Erntefenster ist ja etwas länger. Wir sehen eigentlich, auf die Festigkeit hat Harvista einen gleichbleibenden Effekt. Das heißt, wenn gelb ist, ist gleichbleibend, also ist nichts besser geworden. Man kann also diese Woche verzögern. Was man nicht unbedingt sagen kann, wenn man das Erntefenster weiterhin zuzieht, weil da sehen wir den roten Pfeil, wir sehen, dass Harvista-Werte niedriger sind als die Kontrolle die Woche davor. Mit MCP haben wir auch so nicht so eindeutige Ergebnisse. Einmal ist es schlechter, einmal ist es besser. Also hier würde ich sagen, bei Golden Delicious ist die Auswirkung auf die Festigkeit nicht deutlich hervorgetreten. Man kann auf jeden Fall um diese Woche verschieben, ohne Nachteile zu erfahren. Und die nächste Folie zeigt die geringere Anfälligkeit für diese reifeabhängigen Lagerschäden. Also hier ist de facto nichts Relevantes geschehen. Gut. Jetzt möchte ich nur abschließen mit zwei zusammenfassenden Folien. Hier noch einmal zusammenfassend den Stärkeverlauf oben von Gala, unten von Golden. Man sieht, das sind zwei ganz unterschiedliche Sorten. Und was ist meine Message ist, die Wirkung von Harvista muss man ganz deutlich sortenspezifisch anschauen. Jede Sorte hat ganz unterschiedliche Auswirkungen, hat auch ganz unterschiedliche Reifeverhalten und Harvista greift in die Reife ein. Die Schlussfolgerung ist, dass die empfohlenen Parameter zur Definition des Erntefensters, die zurzeit empfohlen sind, bleiben durch Harvista unverändert. Was sich verändert, ist die Verschiebung, wenn man mit Harvista anwendet, aller reife Symptome, wenn man das so nennen können. Wenn man dann auf der nächsten Folie schauen, sehen wir hier eine Zusammenfassung der letzten 3 Jahre, um wie viele Tage das Erntefenster verschoben worden ist. Oben ist Gala und die blauen Balken sind ganz interessant, glaube ich, das sind der Beginn des Erntefensters. Also ganz rechts sehen wir 2019, da haben wir 12 Tage vor dem Erntefenster behandelt.
und wir haben eine Verzögerung von 3 Tagen gehabt und das Ende wurde um 4 Tage verzögert. 2018 haben wir viel, viel näher dem Erntefenster behandelt, 3 Tage davor. Dann haben wir aber auch keine große Wirkung gehabt, dann haben wir 2 Tage Verzögerung gehabt, Beginn um 4 Tage Ende. Und 2017 haben wir zum Erntefenster behandelt und hatten dann eine leichte Verzögerung zum Ende hin und dann eine stärkere Verzögerung, wenn man das Ende plus 7 Tage angeschaut hat. Also ein Hinweis darauf, dass man, wenn man zum Erntefenster erntet, dass man dann das Erntefensterende beeinflusst hat. Aber bei Gala scheint diese Verzögerung vom optimalen Erntefenster auf einige Tage, zu liegen, maximal eine Woche, auf keinen Fall mehr als eine Woche, wie wir gesehen haben von den, bei den Ausfällen. Bei Golden Delicious schaut es anders aus, da ist die Wirkung deutlicher. Da haben wir 2019 14 Tage vor dem Erntefenster behandelt und haben zwischen 6 und 8 Tagen Verzögerung gehabt. Das Jahr davor haben wir 10 Tage, also haben wir näher behandelt und da haben wir halt eine geringere Hemmung, da haben wir circa 5 Tage gehabt. Und 2017 haben wir 8 Tage davor, also noch näher, und da haben wir zwischen 6 und 8 Tage Verzögerung gehabt. So, das sind jetzt, damit schließe ich die Präsentation ab. Das waren praktisch die Erfahrungen von 3 Jahren Exaktversuchen an Gala und Golden Delicious hier in Südtirol. Danke für die Aufmerksamkeit und wenn Fragen sind, gerne. Okay, ich sehe Fragen. Also ja, die Frage, glaube ich, habe ich wahrscheinlich dann im Laufe der Präsentation. Die Frage ist, ob, wenn man eine Behandlung im Feld macht, ob dann in der Zelle auch noch eine Behandlung zu machen ist. Und ich glaube, das habe ich mit der Präsentation beantwortet, dass die Behandlung von Havista im Feld nicht eine Behandlung mit MCP im Lager ersetzt. Ho appena detto, perché c'è una domanda, cosa se viene fatto un trattamento con Harvista, cosa si deve fare poi in cella. Allora ho detto che il trattamento con Harvista non sostituisce il trattamento di MCP, come ho fatto vedere anche che ho dati in cella, perché Harvista, Harvista sposta solamente la finestra di raccolta, ma non, come abbiamo visto dai dati, non rimane presente abbastanza per avere degli effetti. Ma però spostando la finestra di raccolta, diciamo, se non si riesce a avere una finestra di raccolta ottimale, spostandola si ha una finestra di raccolta ottimale e spesso e volentieri si può fare anche a meno di MCP se ad esempio non si conserva a lungo. Also wenn man es schafft, weil man Harvista anwendet, dass man ein perfekt optimales Erntefenster hat, dann kann man sich eventuell das MCP im Lager sparen, weil man optimale Bedingungen hat. Vor allem dann, wenn man nicht so lange lagern muss oder auch nicht lange Transportwege vor sich hat. Dann sehe ich noch eine andere Frage. Okay, wie kann man sich die reduzierte Cracking-Anfälligkeit beim Einsatz von Harvista erklären? Gibt es dazu Erfahrungen an der Limeburg? Ja, das habe ich, glaube ich, dann auch. Die Frage wurde früher gestellt, das habe ich dann auch beantworten können. Es ist keine reduzierte Cracking-Anfälligkeit durch Harvista. Es ist einfach die Cracking-Anfälligkeit, die man hat, wenn man in diesem Ernte, zu diesen Ernteparametern erntet. Also die Cracking-Anfälligkeit ist genau gleich hoch, wie wenn man früher geerntet hätte. Cracking hängt vom Reifezustand ab. Es ist ein reifebedingter physiologischer Prozess. Und Harvista tut nichts anderes, als eigentlich einem helfen, wenn er es nicht schafft, optimal zu ernten, dann doch noch optimal zu ernten. Es ist also kein spezieller
spezielle Wirkung. Dann sage ich, ja, dann die Frage, welchen Einfluss hat der Einsatz auf den Geschmack der Früchte? Quale effetto ha sull'aroma, sul gusto dei frutti? Und da kann ich beantworten, dass wir jetzt keine Tests gemacht haben, aber bei Gala wissen wir, dass im Prinzip der Penetrometerwert und andere Parameter sehr wohl Auskunft geben. Wir müssen uns einfach nur vorstellen, dass Harvista den Effekt hat, dass man sie einfach, als ob das Früchte wären, die man mit den Parametern, die man gemessen hat, geerntet hat. Also es ist nichts anderes, als zu wissen, wie ist der Geschmack von Früchten, die zu Beginn des Erntefensters geerntet worden sind. Da ist nichts. Der Effekt von Harvista zieht sich eben nicht durch wie MCP. Also wenn man Geschmack bilden will und Angst hat, dass Geschmack blockiert ist, dann kann man trotzdem Harvista anwenden und tut eben nicht MCP im Lager anwenden und dann hat man die Geschmack-Auswirkung. Dato che non è MCP, non ha quegli effetti che può avere MCP sul gusto. Ok, ecco, viene ancora. Ah, bene, questa è una bella domanda che adesso passo a te. Prego. Si può utilizzare Harvista anche in viticoltura? No, nel senso che non c'è un'etichetta per l'utilizzo in viticoltura. Quest'anno è solo mele e pere. Poi la sperimentazione comunque di Agrofresh è anche in parte sulla viticoltura. Ecco, ci sono state delle prove, questo è quello che so, che sono state fatte nel passato, soprattutto in Sud America, in Cile, con risultati un po' altalenanti, però si era visto comunque un ritardo un po' sulla colorazione e il mantenimento un po' del rachide. Tutto comunque in fase sperimentale, nulla di pronto e ci stiamo lavorando, insomma, però sarebbe una cosa interessante comunque da fare. Bene, su quest'anno si può utilizzare su pere e mele, pomace, esatto. Bene, ok, abbiamo avuto alcune domande, mi fa piacere. Ok, sappiamo già dove siete raggiungibili voi, esatto, dove a siamo raggiungibili noi a Lionbook è anche conosciuto, perciò ti ringrazio e ringrazio dell'interesse e continuiamo con la prossima presentazione che è la penultima, ok, mache ich auf Deutsch weiter, das ist die vorletzte Präsentation und ich denke, die ist auch sehr interessant. Und zwar trägt sie den Titel Wie extreme Transport- und Shelf-Life-Bedingungen die Entwicklung der Fruchtqualität beeinflussen. Da haben wir eben, aber ich möchte jetzt nicht zu viele Worte vornehmen, der Kollege Stefan Stürz wird sicher alles erklären. Das haben wir in Zusammenarbeit mit den Zuständigen der FROM durchgeführt, die auch uns die Kenntnisse und die Wünsche gegeben haben, wie wir die extremen Transportwege und vor allem die extremen Shelf-Life-Bedingungen zu simulieren hatten. Dazu haben wir einige Jahre experimentiert und haben auch dann Beschichtungen getestet, weil ja Früchte, die in den Export gehen, zum Beispiel nach Indien, dann auch mit Wachs teilweise beschichtet sind und dieses hier könnte auch sich verändern durch diese extremen Bedingungen und das wurde dann alles untersucht. So, der Kollege Stefan Stürz ist da und ich übergebe dir das Podium. Bitte, setz dich nur.
Es ist so, dass in Zeiten der Globalisierung werden die Warentransportwege zu den entfernten Zielmärkten immer länger. Deshalb stößt so langsam das Qualitätsmanagement entlang der gesamten Supply Chain langsam an die Grenzen. Zudem muss man auch bedenken, dass am Zielmarkt extreme klimatische Bedingungen vorherrschen, wie zum Beispiel extrem hohe Temperaturen, um die 30, 35 Grad, hohe Luftfeuchtigkeiten. Und das sind alles Herausforderungen, mit denen der Obstsektor umgehen muss. Was ist nun die Herausforderung für die Forschung? Die Forschung hat nun geschaut, mal sich anzuschauen, eben, wie sich diese langen Transportwege auf die Fruchtqualität auswirken. Und zudem, wie das extreme Shelf Life bei diesen hohen Temperaturen sich auf die Früchte auswirken. Zudem ist es dann sicherlich Aufgabe der Forschung, eben an möglichen Maßnahmen zur Eindämmung des Qualitätsabbaus von Äpfeln in südlichen Märkten zu arbeiten. Was haben wir an der Leinburg getan? Aufgrund dessen haben wir eben eine Versuchstätigkeit gestartet, wo wir probiert haben, diese verschiedenen extremen subtropischen, kann man sagen, Export- und Shelf-Life-Szenarien durchzuspielen und zu simulieren. Und in der Folge haben wir dann eben probiert, den Qualitätsabbau unter diesen Bedingungen mit unseren herkömmlichen standardisierten Shelf-Life-Bedingungen zu vergleichen, um eben dann schlussendlich eben an der vielversprechendsten Möglichkeit zu arbeiten, wie man die Qualität unter diesen Bedingungen am besten erhalten kann. Dann kommen wir zur nächsten Folie. Wir haben auch mit Wachsen gearbeitet. In der Praxis wurden oftmals die Zweifel gehegt, ob überhaupt gewachsene Früchte unter diesen Bedingungen standhalten können. Und wir haben uns das auch im Versuch angeschaut, wie wirken sich diese extremen Bedingungen auf gewachsene Früchte aus. In diesem Zusammenhang möchte ich mich ganz herzlich bei den OG-Diensten bedanken, welche uns bei dieser Versuchstätigkeit tatkräftig unterstützt haben. Also dann kommen wir zur nächsten Folie, schauen wir uns mal an, was wir eigentlich in unserem Exaktversuch an der Leinburg getan haben. Vorab haben wir uns mal überlegt, ja, wie können wir eigentlich diese langen Transportbedingungen zu den entfernten Zielmärkten simulieren. Was haben wir dann gemacht? Wir haben einfach die Äpfel unter verschiedenen Bedingungen vorab mal, sagen wir so, normal gelagert, sprich in ULO oder in ULO mit MCP oder in DCA, DCA mit MCP, so für circa 7 Monate. Und dann haben wir den Transport simuliert und diese Simulation entspricht 40 Tagen im normalen Kühllager. Plus haben wir dann auch die extremen Shelf-Lives simuliert, sprich entweder 7 bzw. 21 Tage bei einer Temperatur, wobei wir unterschieden haben, tagsüber 30 Grad und in der Nacht 10 Grad und bei einer Luftfeuchtigkeit um die 70%. Diese Simulationsszenarien haben wir dann, eben um einen Vergleich zu haben, mit unseren herkömmlich getesteten Shelf-Life-Bedingungen im Versuchszentrum Leinburg abgeglichen. Und unsere herkömmlichen Bedingungen waren eben 7 Monate Lagerung unter den verschiedenen Bedingungen wie ULO, ULO, MCP plus 7 Tage Shelf-Life bei 20 Grad und einer Luftfeuchtigkeit so um die 60-70%. Kommen wir mal zum ersten Exaktversuch, wo wir probiert haben, die verschiedenen Lagerungstechnologien zu vergleichen, wo wir geschaut haben, welchen Einfluss hat die Lagerungstechnologie. Wir haben eben verglichen ULO, ULO mit MCP, DCA und DCA mit MCP, wobei wir uns den Versuch mit, bei den Sorten Rettelicious und Granny Smith angeschaut haben, wie sich diese Bedingungen auswirken. Kommen wir nun zu den ersten Ergebnissen. Vorab mal bei der Sorte Rettelicious schauen wir, wie sich die extremen Bedingungen auf die innere Qualität ausgewirkt haben. Zuerst mal vorab auf die Festigkeit.
Nur kurz zuerst zur Erklärung der Grafik. Ich habe eben leider jetzt keinen Laserpointer hier, aber ich versuche es Ihnen so gut wie möglich zu beschreiben. Sie sehen ganz oben mal, zuerst wurden die Früchte für 7,3 Monate gelagert unter den verschiedenen Bedingungen. Man sieht unten immer unter in Gelb die ULO, in Cyanblau ULO mit MCP, in Rot DCA und in Grün die Kombination von DCA mit MCP. Dann sehen wir so drei verschiedene Rechtecke und das sind die drei verschiedenen Szenarien. Ganz links sehen wir eben die 7 Tage Shelf Life, herkömmlich bei 20 Grad und 60-70% relative Luftfeuchte. In der Mitte die 7,3 Monate Lagerung plus die extremen Bedingungen, sprich 40 Tage Kühllager plus 7 Tage Shelf Life bei 30 Grad, tagsüber, nachts über 10 Grad. Und ganz rechts den Worst Case, sprich die 40 Tage Kühllager mit den sogar 21 Tagen Shelf Life bei 30 Grad. Schauen wir uns an, wie sich die Festigkeit im Lager entwickelt hat. Wir sehen hier eben, dass während der Lagerung baut die Festigkeit mit zunehmenden extremeren Bedingungen, sprich auf Ihrem Bildschirm von links nach rechts, baut sie ab. Und man sieht auch einen schönen Effekt der Lagerungstechnologien. Wir sehen immer so, dass der cyanblaue und der grüne Balken etwas höher sind. Das war immer dann die Kombination mit MCP. Man sieht schon, dass eben innovative Lagerungstechnologien ihren Effekt haben und je extremer die Bedingungen, desto mehr zeigen sie den Effekt. Um nun eine Orientierung zu haben, habe ich so eine Linie gezogen, die blaue Linie. Und das wäre eben die GGA-Mindestanforderung hinsichtlich der Festigkeit. Und man sieht, dass man, obwohl diese extremen Bedingungen ganz rechts im Bild auch, immer noch über dieser Linie ist, sprich, dass die Festigkeit noch immer oberhalb der GGA-Mindestanforderung war. Schauen wir uns nun an, wie sich der Zucker unter diesen Bedingungen entwickelt hat. Wir sehen eben wieder schön, dass im Vergleich zur Ernte, ganz rechts, der orange Balken, nimmt der Zucker wie erwartet während der Lagerung zu. Aber es ist nun interessant, dass unter den extremen Bedingungen, sprich mit 7 Tagen Shelf Life bei 30 Grad oder 21 Tagen Shelf Life bei 30 Grad, der Zucker eher konstant bleibt im Vergleich zu den herkömmlichen Bedingungen. Man kann sagen eben, dass er tendenziell fast eher konstant bleibt oder eher abbaut zu, nimmt er nicht mehr. Jetzt habe ich Ihnen wiederum nur eben, um einen Anhaltspunkt zu haben, habe ich wiederum eine Linie eingezogen für die GGA-Mindestanforderung. Wir sehen hier die Linie, das wäre die Linie in Blau bei der nächsten Folie. Sehen wir es eben und wir sehen schon, dass wir mit dem Zucker bei den extremen Bedingungen an der Grenze sind. Wir sehen die blaue Linie und wir sehen dann die Balken ganz rechts sind alle an der Grenze. Schauen wir uns an, wie sich die Säure entwickelt hat. Logischerweise bei Red Delicious sind wir schon bei der Ernte ganz tief gestartet, sprich so um die 2,3 oder sowas. Und wir sehen, mit zunehmender Lagerdauer oder extremeren Bedingungen ist die Säure eher konstant geblieben. Deshalb ist der Einfluss der Lagerungsmethode auch in diesem Falle hier vernachlässigbar. Aber wie gesagt, es ist wichtig, eben zu berücksichtigen, dass wir schon bei der Ernte bei Red Delicious tief starten und da wahrscheinlich eher schon auf einem Plateau waren. Jetzt, was nun interessant ist und was für die ganze Versuchstätigkeit von Wichtigkeit ist, ist, wie sich die äußeren Schäden unter diesen Bedingungen entwickeln. Wir sehen das auf der nächsten Folie. Eben, wenn man hier sieht, ganz links bei unserem herkömmlichen Szenario, sprich bei den 7 Tagen Shelf Life bei 20 Grad, sehen wir, dass bei der ULO-Variante in grün etwas Schalenbräune auftretet, aber bei den anderen Varianten keine Schalenbräune. Dann je extremer die Bedingungen werden, sprich wenn wir nach rechts gehen, dann nimmt die Schalenbräune in ULO immer mehr zu und wird extremer. Hingegen mit den anderen Technologien waren wir imstande, die Schalenbräune im Griff zu halten. Es ist lediglich etwas Stippis aufgetreten, Fäulnisse, aber Schalenbräune konnten wir gänzlich unterdrücken. Man sieht eben, mit zunehmender Lagerdauer, wie erwartet, nehmen die Schäden auch zu. Aber wir sind so in einem Bereich so mit den innovativen Technologien so um die, sagen wir mal, 10-15%.
Jetzt haben wir uns dann auch angeschaut, welchen Einfluss haben diese extremen Bedingungen auf innere Schäden. Das sehen wir hier auf der nächsten Folie, dass eben Parietal Issues, wie erwartet, ist vor allem Kernhaus Schimmel aufgetreten, so in Cyanblau, und Kernhaus Fäule in Braun. Deshalb logischerweise ist der Effekt der Lagerungsmethode auch nicht so gegeben. Und die Schäden auch, wenn man sieht, ganz rechts nach dem extremsten Szenario, sprich nach 7,3 Monaten Lagerung plus den Transportsimulation plus die 21 Tage Shelf Life, sind wir immer noch so um die 5 oder unter die 5%. Okay, dann können wir fortfahren. Kommen wir nun zur Sorte Granny Smith. Schauen wir uns an, eben bei der nächsten Folie, auch hier wiederum, wie haben sich die Bedingungen auf die Entwicklung der Festigkeit ausgewirkt. Ich habe Ihnen immer einfachheitshalber wiederum, eben die Grafik hat immer denselben Aufbau, sprich links die herkömmlichen Bedingungen, in der Mitte die 40 Tage Kühllager mit dem 7 Tagen Shelf Life und ganz rechts den Worst Case, sprich 40 Tage Kühllager plus sogar noch 21 Tage Shelf Life. Wir sehen auch wiederum hier schön, wie auch schon zuerst bei der Sorte Rettel Issues, je extremer die Bedingungen, wie erwartet, desto mehr nimmt die Festigkeit ab. Aber wiederum sehen wir schön den Effekt der Lagerungstechnologie. Man sieht zum Beispiel bei den vier Balken in der Mitte, zum Beispiel, dass die ULO, in der ULO war die Festigkeit am niedrigsten, ULO-MCP war sie höher, mit DCA auch und am höchsten bei der Kombination sogar von DCA mit MCP war die Festigkeit am höchsten. Man sieht eben schon, dass eine innovative Lagerungstechnologie und eine gute Lagerung, je extremer die Bedingungen werden, desto mehr Effekt hat sie. Dann habe ich wiederum nur zur Orientierung die GGA-Mindestanforderung eingezeichnet für Granny Smith, die bei 5,5 Kilogramm liegt. Und wir sehen, wir sind, wenn wir schauen hier im Rechteck ganz rechts, obwohl dieser extremen Bedingungen immer noch oberhalb der GGA-Mindestanforderungen, trotz dieser langen Lagerung und diesen extremen Szenarien. Ich habe mir auch bei der Sorte Granny Smith wiederum angeschaut, wie sich der Zucker entwickelt. Das sehen wir in der nächsten Folie. Sehen wir eben wiederum, dass im Vergleich zur Ernte nimmt er zu, aber auch unter den extremen Bedingungen bleibt er dann eher im Vergleich zu den konventionellen Bedingungen ganz links, bleibt er wiederum konstant. Sprich, er baut weder brutal viel ab oder nimmt viel zu. Ich habe hier wiederum eine Linie eingezeichnet, dass Sie die Orientierung haben, was für die GGA-Mindestanforderung hinsichtlich des Zuckers, die ist bei Granny Smith, liegt circa bei 10 Grad Brix und wir sehen, wir sind immer oberhalb, auch nach der extremen Simulation. Okay, was bei Granny interessant ist, ist nun auch, sich die Säure anzuschauen. Und man sieht hier schön ganz links in der Grafik, der orange Balken ist die Säure zur Ernte. Und wir sehen schon, dass dann während der Lagerung und nach den verschiedenen Simulationsszenarien baut die Säure ab. Aber wiederum sehen wir einen schönen Effekt der Lagerungstechnologie. Wir sehen immer, dass der blaue und der grüne Balken etwas höher ist, sprich, dass MCP schon einen gewissen Effekt gezeigt hat. Bei Granny Smith wiederum interessant, bei der nächsten Folie zu sehen, wie haben sich die äußeren Schäden entwickelt. Und da ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei der Sorte Rettel Issues. Wenn wir nun schauen, zum Beispiel im Rechteck ganz links, das sind die herkömmlichen Bedingungen, da sehen wir keinen grünen Balken, sprich es ist noch überhaupt keine Schalenbräune aufgetreten, sprich sogar die normale ULO war imstande, die Schalenbräune grenzlich zu unterdrücken. Jedoch, wenn wir den Transport simulieren und extreme Shelf-Life-Bedingungen, wird es schlimmer. Wenn wir uns nun jetzt mal ULO anschauen, in der Mitte tritt schon Schalenbräune auf und bei dem Worst Case rechts sind wir auch bei ULO, haben wir schon eine Schalenbräune um die 20%. Die anderen Technologien, kann man sagen, waren imstande, die Schalenbräune gänzlich zu unterdrücken. Da sind etwas Fäulnisse aufgetreten oder Lentizellenreizungen, aber Schalenbräune überhaupt keine. Dann kommen wir zu den inneren Schäden bei der Sorte Granny. Und wie erwartet,
sind bei Granny vor allem Kernhausbräune leicht und schwer aufgetreten. Und wir sehen ganz rechts, beim extremsten Szenario sind am meisten Schäden aufgetreten. Jedoch muss man sagen, auch bei den herkömmlich getesteten Shelf-Life-Bedingungen ganz links sind auch Kernhausbräunen aufgetreten, aber nur im leichten Ausmaß. Und deshalb muss man ein bisschen aufpassen, weil wir an der Leinburg die leichten Kernhausbräunen, denken wir, dass die für den Konsumenten fast nicht sichtbar sind. Deshalb sieht man eben schon, wenn man sich nur die dunkelblauen Balken anschaut, dunkelblauen, dann sieht man eben, dass schon je extremer die Bedingungen sind, überhaupt ganz rechts im Worst Case, desto mehr Schwer-Kernhausbräune tritt auf. Okay, dann gehen wir weiter. Dann, wir haben uns ja auch, wie eingangs schon gesagt, dann eben mit gewachsenen Früchten beschäftigt. Das war unser zweiter Versuchsansatz. Denn wir wollten eben verstehen, ja, wie wirken sich diese extremen Bedingungen überhaupt auf gewachsene Früchte aus. Denn aus der Praxis wurden des öfteren Zweifels gehegt, ob überhaupt die Früchte, die gewachsen sind, diesen Bedingungen standhalten. Zu diesem Zwecke haben wir die Früchte nach dem derzeitigen State of the Art wachsen gelassen und dann haben wir unseren Versuch durchgeführt. Wir haben immer einfach einen Vergleich gemacht zwischen gewachst und nichts gewachst unter den extremen und den herkömmlichen Bedingungen und haben uns die Sorten Red Delicious, Granny Smith und Fuji angeschaut. Wir haben uns verschiedenste Parameter angeschaut, aber ich denke jetzt hier ist vor allem wichtig, mal für uns zu sehen, weil ja aus der Praxis des Öfteren der Zweifel gekommen ist, ja, wie schauen die Äpfel, die gewachsen sind, aus? Schauen wir uns dann nur eher die äußeren Schäden an. Und dann sieht man schon bei der Sorte Red Delicious, dass wenn wir in der Grafik von links nach rechts gehen, sprich, wenn die Bedingungen immer extremer werden, nehmen die äußeren Schäden zu. Aber was für uns jetzt wichtig ist zu verstehen eben und was wir versucht haben, uns eben anzuschauen, ja, gibt es einen Unterschied mit und ohne Wachs. Und das sehen Sie dann immer unten bei der Grafik, ist immer ohne Wachs, mit Wachs, ohne Wachs, mit Wachs. Und man sieht eben schon, dass der Unterschied eigentlich mit und ohne Wachs war bei der Sorte Red Delicious nicht gegeben. Man sieht einfach, dass mit längerer Lagerdauer und extremeren Bedingungen von links nach rechts die Schäden zunehmen. Aber der Unterschied zwischen Wachs und ohne Wachs war nicht auszumachen. Es ist nur aufzupassen, dass alle diese Früchte, sowohl Red Delicious, Granny und auch Fuji, mit MCP behandelt sind und dann gewachsen wurden. Das ist auch zu bedenken. Okay, dann kommen wir zur Sorte Granny Smith. Hier sehen wir auch, dass fast überhaupt keine äußeren Schäden aufgetreten sind. Deshalb gibt es auch keinen Unterschied mit und ohne Wachs. Aber nochmals in Erinnerung zu rufen, die Früchte waren alle MCP behandelt. Dann bei Granny Smith haben wir uns auch die inneren Schäden bei der nächsten Folie ein bisschen angeschaut, haben wir mal geschaut, hat hier der Wachs einen Einfluss. Und da sehen wir, dass wir ganz rechts bei den extremsten Bedingungen sind mehr innere Schäden aufgetreten bei den Früchten, die gewachsen wurden. Okay, schauen wir uns noch an, wie es bei der Sorte Fuji ausgesehen hat. Hier haben wir ein bisschen andere Bedingungen simuliert. Hier haben wir nur zwei verschiedene Szenarios, sprich links unser herkömmliches Szenario, die 7 Tage mit den 20 Grad. Und rechts hatten wir dann die Transportsimulation von nur 7 Tagen im Kühllager und 7 Tage Shelf-Life bei den auch 20 Grad. Und hier haben wir zwei verschiedene Methoden des Wachses getestet, sprich Wachs kalt, Wachs warm und eine Methode war ohne Wachs. Man sieht hier, wenn wir nochmals zurückgehen, bitte eine Folie, dass eben es hier schon bei Fuji einen Unterschied gegeben hat zwischen mit und ohne Wachs, dass die Gewachsenen mehr äußere Schäden aufgewiesen haben. Vor allem nach dem extremen Shelf-Life sehen wir rechts, so beim Balken in der Mitte, so in grün, so dass vermehrt eine Lentizellenschwäche aufgetreten ist. Und da habe ich auch ein Foto beigelegt, das wir bei der nächsten Grafik sehen. Da sehen wir, das hat dann ungefähr so ausgesehen. Die Fuji, die gewachsen wurden, hatten vermehrt diesen Schaden aufgewiesen. Okay, dann kommen wir so langsam zu unseren Schlussfolgerungen. Ich habe Ihnen hier nochmals verständlichkeitshalber eine Übersichtstabelle zusammengestellt, mal ein besser zu verstehen,
was wir überhaupt alles verglichen haben. Nochmals zur Erinnerung, wir haben eben drei verschiedene Szenarios durchgespielt. In Gelb unser konventionelles Szenario, wo wir diese Früchte 7,2 Monate gelagert haben, circa. Dann keinen Kühltransport simuliert, 7 Tage Shelf Life bei 20 Grad und 60-70% Luftfeuchte. In der Mitte sehen wir Export-Shelf-Life-Szenario 1, wo wir wiederum die Früchte 7,2 Monate gelagert haben, dann den Kühltransport simuliert haben, was in unserem Fall 40 Tage Kühllager entsprach. Dann die Shelf-Life-Dauer war 7 Tage bei tagsüber 30 Grad, nachts über 10 Grad und die Luftfeuchtigkeit 70%. Ganz rechts in Rot dem Worst Case, sprich 7,2 Monate Lagerung, Kühltransport 40 Tage, 21 Tage Shelf Life, bei 30 Grad wiederum tagsüber, nachts über 10 Grad und 70% Luftfeuchte. Also was haben wir bei unseren Versuchen gesehen? Dass eigentlich, wie erwartet, haben sich die extremen subtropischen Export- und Shelf Life Szenarien negativ auf die Qualität der Frucht ausgewirkt. Nämlich, es hat ein verstärkter Qualitätsabbau im Vergleich zu herkömmlichen standardisierten Bedingungen stattgefunden. Dann sehen wir eben bei der nächsten Folie, was haben wir noch gesehen, dass aus diesem Grunde, das macht sich die Anwendung der Best Practice, sprich innovative Lagerungstechnologien, immer mehr und mehr bezahlt, umso mehr. Plus bringt die Best Practice vor allem einen Vorteil hinsichtlich der inneren Qualitätserhaltung, hier im Speziellen die Erhaltung der Festigkeit und auch der Vorteil ist gegeben bei der Schalenbräune-Vorbeugung. Des Weiteren haben wir gesehen, dass eben bei der nächsten Folie, da sehen Sie hier, dass die Best Practice hat eine größere bzw. kleinere Wirkung je nach Saison, Sorte und Herkunft. Jedoch ist dies oftmals genau der Unterschied, um eben am entfernten Zielmarkt noch eine ansprechende Qualität ohne allzu große Ausfälle liefern zu können. Gehen wir wieder weiter zur nächsten Schlussfolgerung. Schauen wir uns an, eben was haben wir bei den Beschichtungen gesehen, sprich bei dem Wachsen. Da haben wir eben gesehen, dass falls die Früchte nach dem derzeitigen State of the Art gewachsen werden, dass die Wachse keine nachteiligen Auswirkungen hatten, wie oftmals aus der Praxis berichtet. Wir haben gesehen, dass wenn wirkt sich das Wachs tendenziell positiv aus, außer bei der Sorte Fuji wurden die äußeren Schäden durch Wachsen gefördert. Und deshalb eben, wenn wir noch eine Folie weitergehen, können wir eben sagen, dass nicht wie aus der Praxis berichtet, in unserem Falle hat sich das Aussehen des Apfels bei den extremen Bedingungen nicht verändert. So, nun bin ich am Ende meiner Präsentation angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und für etwaige Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Danke. Danke, Stefan, für deinen klaren Beitrag. Okay. Gibt es Fragen, dann bitte in den Chat eingeben. Dabei hat es gut geklappt. Ich denke, was wir damit zeigen wollten, ist, wie wichtig es ist, die richtige Wahl zu treffen, bevor man die Früchte auf einen langen Weg, wie zum Beispiel nach Indien, schickt. Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig zu wissen, welche Qualität und welchen Lagerungshintergrund haben die, damit man eben Äpfel, wie du gesagt hast, aus dem Best Practice auswählt und dann verschickt. Was wir auch gesehen haben, glaube ich, dass sie doch dieses extreme Shelf-Life aushalten, 7 Tage lang, ja. Oder Stefan? Ja. Aber dann die 3 Wochen sind, dann noch eins, ja. Sind zu viel. Wir haben sie wirklich tagsüber bei 30 Grad gehalten. Und das ist dann doch ein großer Unterschied im Vergleich zu 20 Grad. Ja. Mhm. Und dann wahrscheinlich auch dieser Wechsel mit Bindung von Kondenswasser von 30 Grad dann auf Nacht auf 10 Grad. Kannst du uns sagen, warum das eigentlich nachts 10 Grad haben musste? Ja, weil uns aus der Praxis eben berichtet wurde, dass sie in
auf den entfernten Zielmärkten wie in Indien oder so, werden die Früchte tagsüber ausgestellt in der Sonne und nachtsüber passiert es immer wieder, dass die Früchte dann reinkommen, wo es etwas kühler ist. Und dann wurde eben angezweifelt, ob das die Früchte aushalten, denn dann entsteht Kondens und wurde vermutet, dass sich das sehr nachteilhaft auf die Fruchtqualität auswirken könnte, vor allem gewachste Früchte. Das heißt, die kommen in den Kühlschrank über Nacht. Mhm. Ich sehe da eine Frage, und zwar gibt es Versuche zum Einfluss extremer Bedingungen auf das Wachs selbst, sprich Auskristallisieren des Wachses? Das wollten wir, das haben wir ja untersucht. Wir haben ja, du kannst ja sagen, wie die Früchte gewachsen, von wem die gewachsen worden sind. Die Früchte wurden nach dem State of the Art in Rotsgenossenschaft gewachsen mit Shellac und dann wurden uns, wie es eben normal passiert, wie es die Genossenschaften machen, und dann wurden uns die Früchte eben von den OG-Diensten an die Leinburg gebracht und dann haben wir unsere Untersuchungen durchgeführt. Und dann haben wir eben geschaut, gibt es eben zwischen, weil wir hatten dann immer die Kontrolle, die nicht gewachsen war, und die gewachsenen. Und dann haben wir eben geschaut, ja, wie verhält sich das Wachs eben unter diesen, unter herkömmlichen und unter den extremen Bedingungen, und haben eben geschaut, gibt es da Unterschiede. Und konnte dieses erwähnte, jetzt im Chat erwähnte, auskristallisieren? Wurde das beobachtet? Nein, das haben wir nicht beobachtet. Es ist eigentlich keine Veränderung des Wachses beobachtet worden. Und das war eben die bei auch 3 Wochen lang bei 30 Grad tagsüber, und 10 Grad nachts. Dann 10 Grad nachts, dann wieder herausholen, also Kondensation des Wassers und dann die Feuchte und die 30 Grad wieder. Genau. Weil in der Früh so oft, wenn die Früchte noch bei 10 Grad waren und dann haben wir sie auf 30 Grad getan, dann waren sie oft total nass. Sogar aber eine Auskristallisierung des Wachses haben wir nicht gesehen. Uns wurde ja berichtet, dass das Wachs sich veränderte, nicht, dass es dann oft unansehnlich wurde. Mhm. Aber das konntest du nicht beobachten. Mhm. Okay. Gut. Ich glaube, wir haben jetzt schon leicht überzogen und deine Präsentation war sehr anschaulich und klar. Und ich wiederhole noch einmal, wir haben diese Versuche gemacht, damit wir auch später, wir haben auch mehr Daten, wir stehen zur Verfügung, wenn noch mehr Fragen sein sollten. Wir sollten schon beendet haben, aber wir haben jetzt nur noch einen kurzen Vortrag vor uns, der aber sehr wichtig und sehr interessant ist. Und zwar, wie ist die Witterung bisher gewesen? Wie könnte sie die Apfelqualität beeinflussen? Danke, Stefan Stürz. Okay. Dazu lade ich den Kollegen Martin Thalheimer ein, der jetzt gleich zu uns ins Studio kommt. So. Wir haben damit vor ein paar Jahren begonnen, weil wir denken, dass auch die Leute, die im Lager arbeiten, doch wissen sollten, welchen Herausforderungen die Pflanze, die den Apfel produziert und der Apfel selber hat, aushalten müssen von Jahr zu Jahr. Weil wir ja eigentlich mit der Ausgangsqualität dann zu tun haben, sie verstehen müssen, um sie dann möglichst lange erhalten zu können. Und dazu lade ich den Kollegen Martin Thalheimer ein, der die alle Meteostationen der Leinburg betreut und auch den regelmäßigen Witterungsreport herausgibt und die Jahreszusammenfassung des Witterungseinflusses von Jahr zu Jahr und deswegen auch die Phänologie in der Obstanlage im Auge hat. Bitte schön, Martin, setz dich. Du hast das Mikrofon. Okay, ich habe jetzt schon eingeführt und es warten alle gespannt auf deinen Bericht. Bitte, du kannst schon. Gut, guten Morgen an alle Zuhörer. Ich werde jetzt kurz den mittlerweile fast schon gewohnten Überblick über den klimatischen Verlauf des bisherigen Anbaujahres geben. Und ich warte auf das Erscheinen der Folien, den Beginn der Präsentation.
Die erste Folie müsste in Kürze erscheinen. Gut, wir können gleich weitergehen zur nächsten Folie. Ich werde Präsentation so gliedern, dass wir drei Abschnitte etwas näher im Detail besprechen. Zwar zu Beginn den Abschnitt der Winterruhe, das heißt das Winterhalbjahr, das der eigentlichen Vegetationsperiode vorangeht, weil auch diese ist sehr wichtig für den Erfolg des Anbaujahres. Dann einige Details zum Zeitpunkt des Vegetationsbeginns, Blüte und so weiter. Und dann einige Informationen zum restlichen Verlauf der Fruchtentwicklung. Nächste Folie, bitte. Was wir hier sehen, ich beziehe mich jetzt auf den Bereich der Vegetationsruhe und zwar auf die Niederschläge. Die Niederschläge sind ein ganz wichtiger Aspekt für die Landwirtschaft im Allgemeinen und besonders auch für den Obstbau. Und was wir hier sehen auf dieser Grafik, die Summe der Niederschläge in den Wintermonaten, den Zeitpunkt, die Periode der Winterruhe der Pflanzen, November bis Februar. Und Sie sehen hier vier Balken. Da sind verschiedene letzten vier Jahre, also die letzte vergangene Saison und die drei vorhergehenden Jahre. Und wie wir sehen, hatten wir in der vergangenen, im vergangenen Winterzeitraum sehr zahlreiche Niederschläge, ungefähr 350 mm. Das ist viel mehr als in den drei vorangehenden Jahren. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass wir im vergangenen November sehr viele Niederschläge hatten. Also wir hatten im November beinahe 300 mm, dann im Dezember nochmals beinahe 60 mm. Hingegen Januar und Februar waren sehr niederschlagsarm. Also es gab kaum mehr Niederschläge im Januar und Februar. Aber die wichtige Information, die wir aus dieser Grafik entnehmen können, ist, dass die Böden mit einem sehr guten Feuchtigkeitszustand in die Winterruhe gegangen sind. Das ist optimal für die Pflanzen zur guten Überwinterung. Also allein schon von der Betrachtung des Winterhalbjahres der Niederschläge im Spätherbst können wir sagen, wir hatten eine gute Ausgangsposition für den Winter. Auf der nächsten Folie sehen wir einige Daten zum Temperaturverlauf, immer in Bezug auf die Winterruhephase der Apfelbäume. Und was wir hier dieser Tabelle entnehmen können, sind einmal die absoluten Mindesttemperaturen. Die absoluten Mindesttemperaturen sind ein wichtiger Indikator bei der klimatischen Betrachtung, weil extreme Kälteereignisse könnten zu Schäden an den Pflanzen führen. Wir sehen hier in der ersten Spalte die absoluten Mindesttemperaturen im Zeitraum November bis Februar, dass wir eigentlich nie sehr tiefe Temperaturen erreicht haben. Wir hatten kein einziges Mal Minustemperaturen im zweistelligen Bereich. Die absolute Mindesttemperatur war im Dezember minus 7,4 Grad. Wir können also daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass es im letzten Winter nie zu einer Gefahr von Winterschäden, Kälteschäden an den Bäumen gekommen ist. Ebenso interessant, Entschuldigung, noch einmal zurück zur Tabelle. Ebenso interessant ist die Betrachtung der Höchsttemperaturen. Wir wissen, es kann immer wieder dazu kommen, dass es auch in den Wintermonaten Wärmephasen gibt. Und solche Wärmephasen sind nachteilig, weil die zu einem vorzeitigen Verlust der Frosthärte der Pflanzen führen können. Und diesen Daten hier können wir entnehmen, dass es auch in Bezug auf hohe Temperaturen niemals Extremwerte gegeben hat. Wir sind nie im Zeitraum November bis Jänner sind wir niemals an die über 15 Grad Temperatur gekommen. Erst im Februar haben wir einmal eine Höchsttemperatur von etwa 18 Grad erreicht. Das heißt, auch unter diesem Gesichtspunkt ein recht günstiger Verlauf. Und dann noch in die dritte Spalte der Monatsmittelwert im Vergleich zum langjährigen Bezugswert, der hier in Rot dargestellt ist. Wir sehen also, im November hatten wir eine Monatsdurchschnittstemperatur von 6 Grad im Vergleich zum langjährigen Bezugswert von 4,9. Also ein sehr milder Verlauf, der zieht sich durch den ganzen Winterzeitraum. Wir sehen, von November bis Februar sind die Monatsdurchschnittstemperaturen durchwegs über den langjährigen entsprechenden Mittelwerten.
Besonders sehen wir das am Beispiel Februar. Im Februar hatten wir eine Monatsdurchschnittstemperatur von 5,3 Grad, also 2 Grad mehr als das langjährige Mittel. Also wir können den Temperaturverlauf des Winters so zusammenfassen: keine extremen Tiefstwerte, keine extremen Höchstwerte, aber insgesamt ein sehr milder Temperaturverlauf. Jetzt möchte ich übergehen zum Verlauf der Temperatur auch im weiteren Saisonsverlauf. Was wir hier jetzt sehen, diese Kurve, die stellt den durchschnittlichen Temperaturverlauf über das ganze Jahr hin dar, immer mit Werten, die an der meteorologischen Station des Versuchszentrums Leinburg gewonnen wurden. Diese Kurve ist das 30-jährige Mittel der einzelnen Jahresverläufe der Temperatur. Praktisch entsteht diese Kurve, indem von jedem Tag für die letzten 30 Jahre die Tagesmitteltemperatur herangezogen wird und daraus ein Mittelwert erstellt wird. Jedes einzelne Jahr, wenn wir dann den Temperaturverlauf eines einzelnen Jahres betrachten, der weicht natürlich dann mehr oder minder stark von diesem durchschnittlichen Verlauf ab. Wir sehen jetzt in der nächsten Folie den bisherigen Verlauf der vergangenen Saison. Sie sehen hier zum einen die schwarze Linie, das ist der Durchschnittsverlauf, den wir gerade erklärt haben. Dann im konkreten Fall der heurigen bisherigen Saison die Abweichungen von diesem Durchschnittsverlauf. Nach oben hin mit der roter Farbe unterlegt, das sind die Abweichungen, also wenn die Tagesdurchschnittstemperaturen über den Temperaturen des langjährigen Verlaufs gelegen sind, und nach unten hin die Abweichungen, die sind hier blau dargestellt, das sind die Zeiträume, wo die Tagestemperaturen unterdurchschnittlich waren. Zum einen sehen wir hier, dass es keine wirklich großen und lang anhaltenden Abweichungen vom langjährigen Mittel gegeben hat. Man könnte eventuell sagen, dass im Februar, das ist jetzt hier vielleicht nicht für die Zuschauer nicht ganz leicht zu erkennen und ich habe auch leider nicht die Möglichkeit, das jetzt mit einem Pointer darzustellen, aber man sieht im Februar, da gibt es einen Bereich, wo wir eine relativ kontinuierliche Anordnung von roten Ausreißern nach oben hin genau hier sehen. Also ich habe das vorher schon gesagt, der Februar war sehr mild. Ebenso sieht man etwas später, im Zeitraum Ende März, Anfang April, da sieht man so zwei blaue Eiszapfen-ähnliche Gebilde nach unten deuten. Das ist der Zeitraum, wo wir einige Frostnächte hatten. Also im Zeitraum Ende März, Anfang April, da gab es eine Kältephase mit einigen Frostnächten auch. Und das sehen wir. Aber insgesamt muss man sagen, sind das eigentlich normale Schwankungen, die jedes Jahr auftreten. Und ich werde danach noch kurz den Verlauf vom Vorjahr von 2019 zeigen, um zu zeigen, wie das auch anders aussehen kann. Also heuer hatten wir einen relativ guten Temperaturverlauf, auch nach der Blüte. Im Mai hatten wir optimale Temperaturen im Vergleich zum Vorjahr, darf ich erinnern, da hatten wir einen sehr kühlen Mai, der sich dann auch negativ auf das Fruchtwachstum ausgewirkt hat. Ich glaube, auf der nächsten nur als zum besseren Verständnis dieser Darstellungsart den Verlauf des Vorjahres. Im Vorjahr hatten wir einen sehr milden Januar. Sie sehen, im Januar hatten wir sehr warme Temperaturen und dann vor allem im Mai diese Kältephase, wo wir glauben, dass da die Gründe dafür liegen, dass wir voriges Jahr sehr schwache Fruchtgrößen erzielt haben, weil das ist der Zeitraum der Zellteilung. Und da waren wir im Bereich suboptimaler Temperaturen. Und dann, was man noch sehr deutlich sieht, voriges Jahr im Juni, da hatten wir diese extreme Hitzewelle, diese überdurchschnittlichen Temperaturen im Zeitraum Mitte Juni bis Mitte Juli, die ebenfalls nicht optimal für die Produktionsleistung der Pflanzen waren. Also insgesamt im Vergleich zum Vorjahr zumindest hatten wir heuer einen sehr günstigen Verlauf, sowohl in Bezug auf Niederschläge als auch auf die Temperatur. Wenn wir zur nächsten Folie weitergehen, da sehen wir, wie sich dieser Temperaturverlauf auf die phänologische Entwicklung der Pflanzen ausgewirkt hat. Und zwar zeigt diese Grafik jetzt auf den Zeitpunkt der Vollblüte bei Golden Delicious am Versuchszentrum Leinburg. Und zwar ist hier auf dieser Grafik dargestellt der Verlauf von 1975 bis 2020,
also unten die horizontale Achse, die Zeitachse, das sind die verschiedenen Jahre, und auf der vertikalen Achse, das ist das Datum, unten beginnt 1. April bis 29. April ganz oben. Man sieht hier zum einen den Trend zu immer früheren Blüten, den wir ja kennen, und was wir aus dieser Grafik entnehmen können, ist, dass die Blüte, die Vollblüte heuer ganz genau zeitgleich stattgefunden hat wie im vorangegangenen Jahr, wie 2019. Also der milde Temperaturverlauf im Winter hat dazu geführt, dass wir auch heuer wieder einen relativ frühen Vegetationsbeginn hatten und auch eine relativ frühe Vollblüte. Gut, dann können wir noch zu einem Detailaspekt, der uns immer sehr interessiert zum Zeitpunkt der Blüte, die Gefahr von Spätfrösten. Auch heuer hatten wir wieder einige Spätfröste zu verzeichnen im Zeitraum von 23. und 24. März an der Leinburg zumindest bis in die erste Aprilwoche. An der Leinburg wurde die Frostbewässerung insgesamt 6-mal in Betrieb genommen, wobei nur 2-mal eine wirklich stark sichtbare Eisbildung zu verzeichnen war. Insgesamt kann man sagen, dass im gesamten Anbaugebiet, in dem Hauptanbaugebiet, in den Tallagen durch die Frostbewässerung die Schäden an den Kulturen weitgehend vermieden werden konnten. Etwas anders sieht es in den Hügellagen außerhalb der Frostschutzzone aus. Dort gibt es verbreitete Qualitätsbeeinträchtigungen in Form von Frostzungen oder Berostung. Also da hier in diesbezüglich ist die Lage etwas zweigeteilt. In der Talsohle hat man kaum Nachwirkungen dieser Frostereignisse, während es in den Hügellagen teilweise auch zu Qualitätseinbußen gekommen ist. Soweit zum Frost. Ich möchte jetzt noch mal kurz auf die Niederschläge zurückkommen. Ich bin anfangs eingegangen auf die Niederschläge im Winterzeitraum. Hier nun auch noch einige Informationen zum weiteren Verlauf der Niederschläge bis jetzt. Diese Grafik zeigt zum einen den langjährigen Durchschnitt der Niederschläge in den verschiedenen Monaten. Das sind die blauen Balken und in Rot die Monatsniederschläge des Jahres 2020 bisher. Hier sehen wir noch einmal, dass wir im Januar und Februar fast keine Niederschläge hatten. Das bedeutet jetzt allerdings nicht, dass das jetzt zwei trockene Monate waren. Es waren niederschlagsarme Monate, aber nicht trockene Monate, weil wir ja in den vorangegangenen Monaten sehr viel Niederschlag hatten und die Böden noch ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt waren. Im Winter findet ja kaum Wasseraufnahme der Pflanzen vom Boden statt, und daher war Ende Februar zwar ganz oberflächlich der Boden etwas trocken, aber im Boden war noch ausreichend Feuchtigkeit für die Pflanzen, um gut in die Vegetation zu starten. Ab März bis jetzt hatten wir sehr gut verteilte Niederschläge. Die Mengen entsprechen auch ungefähr den langjährigen Durchschnittswerten. Insgesamt aufgrund der fehlenden Niederschläge der Monate Januar und Februar sind wir jetzt in der Jahressumme etwas hinten. Ungefähr 100 mm haben wir Defizit im Vergleich zur langjährigen Niederschlagssumme bis Ende Juli. Aber das ist jetzt im Prinzip kein Problem für den Anbau. Das ist nur ein statistisches Detail zurückzuführen eben auf die niederschlagsarmen Monate Januar und Februar. Wir können weitergehen. Wie hat sich Verteilung auf die Bewässerung ausgewirkt? Vielleicht noch einmal kurz zurück, auf diese Folie komme ich gleich. In der Talsohle war der Bedarf an Bewässerung relativ gering, zum einen, weil wir fast durchwegs einen hohen Grundwasserstand hatten und auch immer wieder die gut verteilten Niederschläge. Hingegen in den Hügellagen, wo das Grundwasser nicht bis in die Wurzelzone der Bäume reicht, dort hat es Zeiträume gegeben, wo man auch intensiv auf die Bewässerung hat zurückgreifen müssen. Der gesamte klimatische Verlauf einer Vegetationsperiode, der findet dann natürlich auch seinen Ausdruck in der Produktionsleistung der Obstanlagen. Und der beste Indikator, um die Produktionsleistung der Obstanlagen darzustellen, das sind die Fruchtwachstumskurven, die wir jetzt auf der nächsten Folie sehen.
Sie wissen, dass an der Leinburg jährlich Fruchtwachstumsmessungen durchgeführt werden und dann grafisch dargestellt werden. Ich habe hier von meinen Kollegen die aktuellen Daten bekommen und sie hier dargestellt. Wir sehen hier die dicke rote Linie mit den Punkten. Das ist der Verlauf in der heurigen Saison, der Fruchtzuwachs bei Golden Delicious. Und zusätzlich auf der Grafik sehen wir den entsprechenden Verlauf der vergangenen 10 Jahre. Die allgemein günstigen Bedingungen, die ich gerade geschildert habe, haben natürlich bewirkt, dass wir heuer ein sehr gutes Fruchtwachstum haben. Sie sehen, wir liegen hier im oberen Mittelfeld im Vergleich zum Verlauf der vergangenen 10 Jahre. Und ich glaube, die meisten von uns konnten auch schon hinreichend in der Praxis beobachten, dass heuer die Fruchtgrößen durchwegs befriedigend ausfallen. Nur zum Vergleich, voriges Jahr hatten wir das Problem mit dem kühlen Mai und dem sehr heißen Juni. Und voriges Jahr hatten wir natürlich eine ganz andere Situation. Zur Information für Sie, die Fruchtwachstumskurve des Vorjahres ist die blaue Kurve ganz unten. Also voriges Jahr hatten wir ein extrem schlechtes Fruchtwachstum. Heuer stehen wir wesentlich besser da. Natürlich aufgrund der insgesamt guten Wachstumsbedingungen. Wir können jetzt wieder eine Folie weitergehen. Extreme Witterungsereignisse sind uns heuer bisher glücklicherweise geblieben. Das ist kein aktuelles Foto, sondern ein Foto aus einem anderen Jahr. Also solche Bilder gibt es heuer bisher zum Glück. Es hat einige ganz vereinzelte Hagelereignisse gegeben, die aber noch kaum ins Gewicht fallen. Und wir hoffen natürlich, dass das auch weiterhin so bleibt. Ebenso auf der nächsten Folie auch ein Archivbild. Ebenso sieht es dasselbe, kann man sagen, in Bezug auf Sonnenbrandschäden. Dadurch, dass wir heuer noch keine wirklich ausgeprägten extremen Hitzeereignisse hatten, sind auch solche Bilder, wie wir sie hier sehen, haben sie eher Seltenheitswert. Also bisher kann man sagen, alles deutet auf einen sehr optimalen Verlauf des Produktionszyklus hin. Und in der letzten Folie möchte ich das Gesagte noch kurz zusammenfassen. Also wir hatten durch die Bank positive Voraussetzungen im Herbst, Winter mit den ausreichenden Niederschlägen und dem relativ milden Temperaturverlauf ohne extreme Tiefst- und Höchsttemperaturen. Im Frühjahr einen normalen Vegetationsbeginn, relativ wenige Frostnächte mit nur begrenzter Schadwirkung und im Sommer eine auch sowohl von Temperatur wie von Niederschlägen gute Wachstumsbedingungen. Und wie gerade eben gesagt, bisher kaum andere extremen Witterungsereignisse, die zu Schäden in Form von Hagel oder Sonnenbrand geführt haben. Die Vorzeichen stehen gut. Wir müssen natürlich hoffen, dass das so weitergeht. Es vergeht ja noch einige Zeit für die späteren Sorten bis zur Ernte. Da kann noch einiges passieren. Wir hoffen natürlich, dass dieser positive Verlauf anhält. Und damit wünsche ich uns und Ihnen einen weiterhin optimalen Verlauf dieser Saison und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, besten Dank, Martin, für diese interessanten und nützlichen Ausführungen und auch sehr schön verbildlichten Ausführungen mit den sehr deutlichen Grafiken. Es freut sicher alle, dass es ein gutes Jahr ist. Letztes Jahr sind wir ein bisschen anders dargestanden und wir hoffen, dass es auch dann das so weitergeht. Ich weiß jetzt nicht, ob es Fragen gibt. Wir schauen jetzt im Chat. Wir sehen auf unserem großen Riesenbildschirm im Studio der Messe Bozen auch die Fragen. Das ist eine Frage zum letzten Vortrag noch. Ich denke, wahrscheinlich wird es auch keine Fragen geben, weil alles relativ gut im Lot ist. Das heißt, sieht alles gut aus. Also ich glaube, für die Farbe, für die Farbbildung sind die Bedingungen auch recht gut momentan, oder? Ja, das ist ein guter Punkt. Das habe ich jetzt eigentlich, wollte ich noch anmerken. Wir hatten bisher auch im Vergleich zu anderen Jahren relativ kühle Nacht,
Temperaturen. Das haben wir zum einen gemerkt, weil wir ja meistens auch bei Nacht recht gut schlafen konnten. Auch für die Obstbäume ist das natürlich ein Vorteil, wenn die Temperaturen bei Nacht nicht so hoch sind. Einerseits für die Farbbildung, jetzt sind wir zu Beginn der Galaernte, das ist natürlich vorteilhaft, wenn wir gewisse Abkühlung bei Nacht haben für die Farbausprägung, aber nicht nur für die Farbbildung, sondern auch für die Produktionsleistung der Pflanzen selbst. Die Pflanzen haben ja selber eine Stoffwechseltätigkeit, die auch bei Nacht im Gange ist. Durch die Stoffwechseltätigkeit werden Kohlehydrate verbraucht, veratmet, und je höher die Temperatur ist, umso höher ist die Rate dieser Stoffwechseltätigkeit. Man kann sagen, mit jeder Temperaturzunahme von 10 Grad verdoppelt sich die Intensität der Stoffwechseltätigkeit. Und man weiß, dass es in Zeiträumen mit sehr warmen Nächten eben große Verluste gibt, dadurch, dass die Pflanzen einen Teil der Kohlehydrate, die sie untertags durch die Photosynthese gebildet haben, bei Nacht wieder durch Atmung verbrauchen. Und das ist mit ein Grund, warum wir heuer gute Fruchtgrößen haben, weil wir weniger Verluste durch Veratmung haben, weil die Nächte eben nicht so warm gewesen sind oder relativ kühl gewesen sind. Das ist ein wichtiger Punkt auch, den man hier mit anführen kann. Mhm. Perfekt, sehr schön. Gut, danke Martin. Ich glaube, jetzt haben wir den Überblick komplett. Okay. Gut. Ich muss mich entschuldigen, dass wir überzogen haben um eine halbe Stunde, aber ich glaube, es war wert, dass wir allen Ausführungen in Ruhe haben zuhören können. Und es ist immerhin 11 Uhr und nicht 12, wie wir gewohnt sind, wenn wir die Veranstaltung an der Leinburg haben. Ich möchte hiermit allen dir zuerst und allen anderen Kollegen und auch dem externen Referenten danken für die Beiträge und auch Herrn Campedell hier im Studio der Messe Bozen, der es möglich gemacht hat mit der vorzüglichen technischen Betreuung, dass wir das haben so durchziehen können. Ich hoffe, wir hoffen, dass wir nächstes Jahr uns wieder persönlich sehen können. Und wünschen einmal vorerst eine gesunde und erfolgreiche, stressfreie Erntesaison und dann auch eine gute Lagerzeit und eine gute Vermarktungszeit. Danke fürs Zuschauen bis ans Ende hin. Danke und beste Grüße.